meine Damen und Herren, eines zumindest ist sicher, an diesem Sonntag wird eine Entscheidung fallen. Zum ersten Wahlgang hatten wir ja noch 6 Oberbürgermeisterkandidaten. Das Ergebnis war durchaus überraschend, aber es war eben kein Endergebnis. Keiner hat die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Nun also stehen wir vor der Stichwahl. Die werden bestreiten Herr Adolf Kessel für die CDU, der vor 10 Tagen auf 30,72% kam, und Amtsinhaber Michael Kissel, SPD, der auf 21,91% kam. Ich denke, auf eine intensive Vorstellung der beiden Kandidaten können wir weitgehend verzichten. Nur so viel: Michael Kissel ist Herrnsheimer, 63 Jahre alt, seit 2003 der Oberbürgermeister dieser Stadt. Adolf Kessel ist Rhein-Dürkheimer und wird Ende dieses Monats 61 Jahre. Er ist aktuell der Landtagsabgeordnete der CDU. Zunächst, das muss sein, ein kurzer Blick zurück. Sie, Herr Oberbürgermeister, haben am Wahlabend zunächst noch ein bisschen in Ihrem Büro gesessen, bevor Sie dann auf den Flur kamen, um Fragen zu beantworten. Es war Ihnen anzumerken, dass Sie nicht wirklich mit so einem Ergebnis gerechnet haben. Allerdings, also ich musste mich nach diesem wirklich desaströsen Ergebnis im ersten Wahlgang erst etwas sammeln und ja, auch das Wahlergebnis erstmal zur Kenntnis nehmen. Von verarbeiten kann in der Kürze der Zeit keine Rede sein, aber es war wirklich, hat mich wirklich hart getroffen. Und ich habe mir erlaubt, auch ein bisschen enttäuscht zu sein, aber habe das Signal natürlich auch verstanden, das an mich gerichtet war. Die Botschaft war sehr deutlich. Bevor wir dahin kommen, es war ja sogar so, dass Sie noch in den Einzug der Stichwahl ein bisschen bangen mussten, gegen einen absoluten Neuling. Tut das dann noch mal doppelt weh? Naja, das macht einem zunächst mal nachdenklich. Wenn ein so junger Mann, der einen ja wirklich intelligenten und frischen Wahlkampf gemacht hat, der auch Themen angesprochen hat, die offenkundig in meinen Botschaften viel zu kurz gekommen sind, dann muss man zur Kenntnis nehmen, da hat jemand viele Menschen in der Bevölkerung angesprochen, die ihm und dem, was er zu sagen kann, durchaus zugehört haben und die keine Angst hatten, dem Establishment, den Etablierten mal sozusagen auch die gelbe Karte zu zeigen. Und das war die Botschaft, die ich vom Ergebnis Peter Englert mitgenommen habe. Also er hat mich auch während des gesamten Wahlkampfs, wir hatten ja immer mal wieder Kontakt, er hat mich in der Tat beeindruckt und mir deutlich gemacht, da gibt es Themen, die offenkundig bei mir zu kurz gekommen sind und um die ich mich stärker kümmern müsste. Was war denn der Grund aus Ihrer Sicht für dieses Ergebnis? Sie haben es schon im Moment angedeutet. Als ich Sie vor 2 Wochen gefragt habe, ob Sie den Merkel-Effekt fürchten, haben Sie noch gesagt, nein, der Wähler ist schlau genug, der weiß, es geht nicht um Berlin, sondern es geht um Worms. Ja, es gibt dennoch gewisse Parallelen. Wenn man nach 15,5 Jahren für eine dritte Amtszeit kandidiert, muss man damit rechnen, dass es in der Wählerschaft, in der Bevölkerung gewisse Sättigungserscheinungen gibt. Nach dem Motto, es reicht jetzt mal, wir brauchen mal einen Generationswechsel, wir brauchen ein neues Gesicht im Rathaus. Das mag sicher auch ein Grund gewesen sein für diese Wahlentscheidung. Haben Sie persönlich es falsch eingeschätzt, das Stimmungsbild? Also bei dem Wahlergebnis muss man schon sagen, da habe ich nicht alles richtig eingeschätzt. Herr Kessel, was war bei Ihnen der Moment, wo Sie so wirklich bei sich gedacht haben, ja, ich kann es schaffen? Ja, als die meisten Wahllokale oder Wahlbezirke ausgezählt waren und deutlich war, dass ich also vorne liege und auch sich der Trend so bestätigt hat, und da war mir klar gewesen, ja, ich gehe gut aus dem ersten Wahlgang raus, damit hatte ich nicht gerechnet, dass es so ausgeht. Ich ging davon aus, ja, dass ich noch in Stichwahl komme, dann eben als Zweiter, da ich aber jetzt mit 30% vorne liege, das war von mir also so nicht absehbar. Also vom Herausforderer quasi jetzt zum Favoriten. Die Stimmzettel hat sich jetzt gedreht. Jetzt bin ich auf Platz 1 und Herr Oberbürgermeister auf Platz 2, im Unterschied zum ersten Mal. Wenn Sie das Ergebnis in 2-3 Sätzen analysieren sollten, was wollten die Wähler den Kandidaten sagen? Sie haben
leicht zugewonnen im Vergleich zu Dr. Kahlin von vor 8 Jahren. Ich denke, das ist schwer zu vergleichen als eine Wahl von vor 8 Jahren mit anderen Kandidaten, die jetzt da rein an der Parteizugehörigkeit festmachen zu wollen, zu sagen, jetzt haben sie zugewonnen und jetzt haben sie ein Stück weit verloren. Ich denke, was deutlich geworden ist, meines Erachtens, ist, dass ein Wechsel vonstatten geht, dass der gefordert wird. Das wurde deutlich und auch das Ergebnis von Peter Englert hat mich also auch sehr nachdenklich gemacht. Wie wir die Wähler, die wir scheinbar ja nicht mehr ansprechen, nicht mehr so ansprechen, dass sie also auch uns wählen, dass die Wähler dann zu Peter Englert gegangen sind. Ich habe jetzt auch ein langes Gespräch mit Peter Englert gehabt und wir haben darüber gesprochen. Da muss also was passieren. Die müssen einfach mehr ernst genommen werden. Es muss mehr respektvoll miteinander umgegangen werden. Und auch meine Touren, die ich ja im Wahlkampf ganz zu Anfang gemacht habe, unter dem Motto Adolf Kessel hört zu und bin dadurch alle Stadtteile getingelt, haben mir das also auch schon deutlich gemacht, dass gerade auch die Mitglieder in den Ortsbeiräten sagen, der Ortsbeirat weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mal kandidieren soll. Nächstes Jahr haben wir wieder Kommunalwahlen. Es wird schwierig werden, überall dann auch die Listen voll zu bekommen. Weil Sie eben sagen, Wahlkampf. Sie haben sich aber nach dem ersten Wahlgang alle zusammen bestätigt, dass es sehr fair gewesen ist, dass es sehr sachlich gewesen ist. Also man kann nicht sagen, dass Sie rüpelhaft miteinander umgegangen wären. Nein, also gar nicht, ist auch gar nicht mein Stil. Und ich denke, das können wir also auch alles so bestätigen, dass wir, also es ein sehr, sehr fairer Wahlkampf ist, dass also keine Aggressionen irgendwie dann vonstatten gegangen sind, sondern dass jeder seinen Standpunkt vertreten hat, ohne jetzt den anderen irgendwie anzugreifen oder zu verletzen, was hier dann auch schlimm wäre, sondern seinen Standpunkt dargestellt hat und eben dargestellt hat, warum er zumindest sich selbst für den besseren Kandidaten hält. Die 30%, waren das 30% für Kessel oder eher gegen Kessel? Ja, auch das ist wieder schwer einzuordnen. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass eine Wechselstimmung erkennbar ist. Also bei vielen Gesprächen kriegt man das gesagt. Es wird Zeit, dass ein Wechsel stattfindet. Sie haben vorhin den Merkel-Effekt angesprochen. Ob das jetzt alle, die mir gegolten haben oder ein Stück weit waren, die Bestätigung, es muss ein Wechsel kommen und dass ich der richtige Kandidat sei, das kann man so werden. Und da müssen wir jetzt mal eine tiefgründige Analyse machen bei den einzelnen Wählerinnen und Wählern. Ob es jetzt mehr eine Abwahl war oder eben mehr eine Bestätigung meiner Arbeit beziehungsweise meiner Darstellung im Wahlkampf. Mhm. Ihnen hängt immer noch so ein bisschen nach, dass Sie lange gebraucht haben, bis Sie gesagt haben, jawohl, ich kandidiere. Mancher sagte, eigentlich will er ja gar nicht. Stand jetzt, wollen Sie? Ja, ich bekomme also immer noch, statt also heute Nachmittag eine E-Mail bekommen, wo ein Herr mich angeschrieben hat, weil er gesagt bekommen hat, ich hätte ja mal öffentlich erklärt, ich wolle ja gar nicht. Und dann habe ich versucht, das nochmal nachvollziehbar darzustellen, wie das war. Also im Dezember, meine ich, wäre es gewesen, hat der Oberbürgermeister Kessel erklärt, dass er nochmal kandidieren will. Dann hat die Wormser Zeitung ein paar Mal angerufen und mich bei mir nachgefragt, wie es denn wäre. Und da habe ich das ein bisschen in Gesprächen mit Kandidatinnen und Kandidaten, so war es auch gewesen. Und dass ich selbst weiterhin gerne meine Tätigkeit im Landtag fortführen möchte und deswegen nicht zur Verfügung stünde. Zum Schluss war es allerdings so gewesen, dass innerhalb meiner Partei, innerhalb meines Kreisvorstandes gesagt worden ist, du bist der, auf den es am besten passt, du bist der, der die größten Chancen hat und mach es. Und so war ja auch, so waren ja dann also auch dann in weiteren Gremien, also beim Kreisparteiausschuss und bei der Mitgliederversammlung, habe ich also volle Zustimmung. Und ab diesem Zeitpunkt war mir klar gewesen, ich trete jetzt an, ich möchte aber auch gewinnen und eben nicht nur kandidieren. Dankeschön. Sie haben schon gesagt, Herr Kessel, dass Sie Konsequenzen ziehen werden aus dem Ergebnis, dass Sie jetzt anders agieren werden. Was ist das Wesentliche, was Sie jetzt anders machen werden oder anders auftreten werden? Naja, es gibt ja über die Art meiner Amtsführung sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Was die einen im positiven Sinne... Der Feueralarm. Hat jemand mit offenem Feuer hier hantiert? Sind etwa Diebe unter uns, die Klamotten klauen? Nein. Aber ist irgendjemand da, der die Technik im Griff hat? Notfalls mit einem Hammer. Herr Feuerbach, da ist der Chef der Feuerwehr. Das ist doch ein Feueralarm.
Alles Einbruchsalarm. Dann rufen wir die Polizei. Ja. Ich glaube, den Polizeipräsidenten auch gesehen. Also wir sind in besten Händen. Ja. Wir sind in besten Händen. Es kann nichts passieren. Also die Frage war, was will der Kandidat Kissel denn ändern? Meine Amtsführung wird ja sehr unterschiedlich wahrgenommen. Was die einen als ausgesprochen... Ich werde ausgepfiffen, das finde ich unfair. Was die einen als kompetent und souverän empfinden, empfinden andere als arrogant und überheblich und machtbesessen. Das ist mir häufig auch begegnet worden. Ich habe auch in meiner eigenen Partei, wir haben eine Funktionärskonferenz gehabt und dann haben wir die Genossinnen und Genossen mal aufschreiben lassen, wie sie den Kandidaten Kissel sehen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und genau dieses Spiegelbild gibt es auch in meiner Partei. Für die einen ist man kompetent und weiß Bescheid und kennt sich aus in allen Ecken und Enden des Verwaltungsrechts und der Politik, und auf andere wirkt das mitunter besserwisserisch, ein Erklärbär, der meint, alles besser zu wissen. Und ich habe jetzt viele Gespräche geführt und viele Menschen sind durchaus mit den großen Entwicklungsmaßnahmen der Stadt einverstanden, aber was die Menschen stört, sind die vielen, vielen tausend kleinen und großen Ärgernisse im Alltag. Und wo sie das Gefühl haben, da geschieht zu wenig in Sachen Sauberkeit in der Stadt, in Sachen Sicherheit, was die Gesprächsbereitschaft angeht des Oberbürgermeisters mit den Ortsbeiräten oder mit den Stadtteilen. Da fühlen sich viele zu kurz gekommen, nicht richtig gehört und anderes mehr. Also wenn ich nochmal die Chance bekomme, dieses Amt weiterzuführen, das mir so am Herzen liegt, ich bin mit großer Leidenschaft Oberbürgermeister dieser Stadt und bringe meine ganze Kraft ein. Wenn ich nochmal die Chance bekommen sollte, dann muss ich und werde ich auch meine Gesprächsbereitschaft, das Zuhören, etwas intensiver wahrnehmen und mich tatsächlich auch etwas stärker ganz persönlich darum kümmern, dass das Sicherheitsgefühl in der Stadt sich verbessert. Viele Menschen fürchten sich abends in der Stadt und das darf nicht sein, dass die Menschen sich nicht wohlfühlen und nicht geborgen und nicht aufgehoben fühlen. Da will ich dran arbeiten. Sie haben im... Sie haben im Wahlkampf bislang vor allem darauf hingewiesen, dass es Ihre Aufgabe seit 2003 gewesen ist, die städtische Infrastruktur zu erneuern, was städtische Gebäude, Schulen, Kitas, Straßen etc. pp. Anbelangt. Also alles quasi Erfolgsstories. Das genügt offensichtlich nicht. Also jemand hat mir gesagt, eine Wahl ist kein Erntedankfest. Da wird nicht wertgeschätzt und gedankt, was war. Und das, was war, kann sich zeigen lassen. Davon bin ich überzeugt. Ich finde, unsere Stadt hat sich toll entwickelt. Und darauf bin ich auch wirklich stolz. Und wenn ich sage wir, dann meine ich auch die große Mehrheit im Wormser Stadtrat. Ich bin ja kein Alleinherrscher, sondern der Stadtrat entscheidet auf viele Vorschläge von mir, nach intensiven Debatten und Diskussionen, wo es lang gehen soll. Und wir haben wirklich diese Stadt modernisiert. Wir haben unglaublich in unsere Schulen investiert. Seit ich im Amt bin, sind das über 150 Millionen, die in Schulen geflossen sind. Wir haben auch für die Kindertagesstätten etwas getan, wie sich heute zeigt, noch viel zu wenig. Wir haben unsere Straßen ausgebaut, wo es notwendig war. Natürlich kann man nicht alles auf einmal machen und vieles kommt noch zu kurz und viel zu spät dran. Und dafür gibt es natürlich viele Beispiele. Aber ich habe das als meine Aufgabe angesehen, die Infrastruktur der Stadt, die Gebäude, die Straßen, die Grünanlagen, die Parks, alles, was für das öffentliche Leben so notwendig ist, zu modernisieren, neu zu machen, zukunftsfest zu machen. Und ich finde, das ist bisher klasse gelungen. Und das ist nicht nur mein Verdienst, sondern ich darf das sagen, Adolf Kessel sitzt im Stadtrat seit 16 Jahren und wir haben gemeinsam die CDU und die SPD und teilweise auch mit den anderen Fraktionen all diese Entscheidungen gemeinsam getroffen. Und, kommen wir auch gleich noch drauf auf das Thema. Ich würde gerne noch mal nachfragen. Sie haben jetzt das
Thema Sicherheit in den Fokus gerückt und haben darauf hingewiesen, dass viele Menschen sich fürchten. In den früheren Jahren haben Sie, wenn das Thema aufkam, stets gesagt, ja, es ist halt nur mal was anderes, das subjektive Sicherheitsgefühl, als die objektive Sicherheitslage. Hat sich daran was geändert? Nein, das ist tatsächlich noch so. Die objektiven Kriminalitätsdaten sprechen eine völlig andere Sprache als das Gefühl, das viele haben. Und darauf muss man aber auch reagieren. Wenn Menschen sich nicht wohl und nicht sicher fühlen, dann muss man etwas dafür tun, dass sich dieses Gefühl auch verbessert. Das hat etwas zu tun mit verbesserter Polizeipräsenz, nicht nur tagsüber, sondern auch in den späten Abendstunden. Und wir haben ja auch schon darauf reagiert. Wir haben jetzt entschieden, schon im vergangenen Jahr und jetzt nochmal, dass wir den uniformierten Vollzugsdienst der Stadt personell aufstocken werden, wobei die keine polizeilichen Aufgaben im traditionellen und originären Sinne wahrnehmen, aber das gemeinsam mit der Polizei. Und ich glaube, wir müssen auch darüber reden, dass wir notfalls auch private Sicherheitsdienste zusätzlich einspannen, so wie es zum Beispiel im Wormatia-Stadion, bei den Festspielen, bei Jazz and Joy, beim Rheinland-Pfalz-Tag, bei anderen Großveranstaltungen, Backfischfest auch schon geschehen ist. Aber das muss möglicherweise auch noch verstärkt werden, damit die Menschen sich ein Stück weit auch geborgener und sicherer fühlen. Also soll SAS jetzt nachts in der KW patrouillieren? Why not? Warum nicht? Warum nicht? Na gut, die müssen Sie genauso bezahlen, wie Sie Polizisten bezahlen müssen. Natürlich, aber wir können sie tageweise, stundenweise einsetzen und abrufen. Das kann unterm Strich sogar wirtschaftlich vernünftiger sein. Und wenn das gemeinsam mit Vollzugsbeamten der Stadt geschieht, dann hat man nicht nur Personen dabei, die sozusagen auch mit ihrer Präsenz Sicherheit vermitteln, dann hat man auch Menschen dabei, die aufgrund ihrer behördlichen Funktion auch in der Lage sind, konkrete ordnungsbehördliche Anordnungen zu treffen. Dankeschön. Herr Kessel, das Thema Sicherheit beschäftigt Sie seit Jahrzehnten, darf man sagen. Sie sind Polizist, waren Kriminalbeamter im Landeskriminalamt. Wie sicher ist Worms? Sie sind ja auch in Worms Streife gelaufen, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin in Worms Streife gelaufen in den Jahren 1976 bis 1990, also 15 Jahre lang Streife gefahren, habe also da die Wormserinnen und Wormser kennengelernt in dieser Zeit. Und es wurde schon angesprochen, dass das Objektive, also die Kriminalitätsrate, die wir hier haben, aber auch das subjektive Sicherheitsgefühl jedes Einzelnen. Und da ist einfach wichtig, dass eine Präsenz vorhanden ist. Und die private Sicherheitsdienste, wir mussten sie jetzt leider auch bei unserer CAP in Anspruch nehmen, können aber bei weitem nicht das leisten, was eben ein voll ausgebildeter Polizist leistet. Der weiß, was er tun kann, welche Handlungsmöglichkeiten er hat oder auch vom Ordnungsamt, auch nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz sind also auch die Vollzugsbeamte, können also auch entsprechend einschreiten und können dann also auch die Polizei mit hinzuziehen. Man kann also auch gemischte Streifen, dazu braucht man aber Personal. Und wir haben es eingebracht jetzt bei den Stellenplanbesprechungen im Rahmen der Haushaltsbesprechung im Haushalt, dass 3 zusätzliche Stellen nochmal beim Ordnungsamt mit dazukommen. Und es muss unser Ziel sein, dass das Ordnungsamt rund um die Uhr auch besetzt ist. Es sind Aufgaben gewandert. Früher war es so gewesen, dass viele Aufgaben wie Überwachung des Ruhenverkehrs, das Eichamt, das waren also alles Tätigkeiten, die also im Rahmen bei der staatlichen Polizei waren und die dann zur Stadt gegangen sind. Unter anderem auch die Ruhestörung. Das ist also heute Aufgabe des Ordnungsamtes, dort entsprechend einzuschreiten. Da kann es nicht sein, wenn um 11 Uhr angerufen wird, um 11 Uhr abends, also um 23 Uhr, dass dann eben vom Vollzugsdienst niemand mehr da ist, man dann verweisen muss auf die staatliche Polizei, die kann aber auch nicht einschreiten, weil sie auch kräftemäßig so schwach ist. Und da muss einfach gewährleistet sein, dass dann also auch ein Vollzugsdienst nachts da ist und kann den Bürgern helfen, wenn es zu laut ist, um mit dem Ruhestörer zu reden und es wieder abzustellen. Das, was Sie beschreiben, ist aber genau so. Also im Sommer im Frimpark, wenn da abends munter gegrillt und getrunken wird, da braucht niemand anrufen. Ordnungsamt geht keiner mehr dran, nur die Polizei hat keine Zeit und sagt, naja, wenn wir denn irgendwann mal, und das ist ja nicht erst seit gestern so, das ist seit Jahren so, und der Bürgermeister Kosobek ist ja zuständig für Sicherheit und gehört Ihrer Partei an.
Der jammert auch schon seit geraumer Zeit drüber. Das Personalreferent oder beziehungsweise Dezernent ist der Oberbürgermeister. Und da muss geguckt werden, dass die Stellen entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Ist auch eine Sache des Stellenplanes, der der Stadtrat beschließt. Aber die Stellen müssen vom Personalreferat entsprechend auch dann eingestellt werden und die Bewerberinnen angeworben werden. Da haben wir gesehen, welche Probleme wir haben, als die 5 neue Stellen, die letztes Jahr mit dazugekommen sind, auf Antrag der SPD, das muss man der Fairness-Seite halber auch sagen, aber es ist ganz, ganz schwer, Menschen zu finden, die bereit sind, dieses zu machen. Aber das Personalreferat ist im Dezernat vom Oberbürgermeister. Sie haben es aber auch gesagt, letztendlich entscheiden muss es der Stadtrat, Sie hatten auch darauf hingewiesen. Und das scheint mir ja auch ein Problem zu sein. Faktisch haben wir seit Jahren eine GroKo im Stadtrat. Da können Sie jetzt nicht sagen, also alles, was in den letzten 8 Jahren war, war Käse. Denn Sie haben es ja mit auch entschieden und mit beschlossen. Wie schwierig ist es für Sie, sich jetzt zu unterscheiden, zu sagen, also da bin ich anders. Was macht das E für einen Unterschied im Namen? Macht im Namen einen Unterschied, natürlich. Und in der Politik? Und ich hoffe auch, dass es aufgrund des Wechsels im Stimmzettel da keine Verwechslungen auftreten. Ja, ich habe auch ein paar Vornamen mehr, nämlich insgesamt 3 von meinem Vater und den beiden Großvätern habe ich die geerbt, als erstgeborener Sohn. Aber es macht auch... Gerne, ja. Aber es macht auch einen Unterschied... wer bei der Verwaltung an der Spitze steht und wer auch im Stadtrat die Sitzungen leitet. Und da geht es darum, zum einen als Oberbürgermeister die Stadt zu repräsentieren. Es geht auch darum, die Verwaltung zu führen. Es geht aber nicht darum, die Verwaltung zu dominieren. Also da müssen die Einzelnen, zum einen die Dezernenten natürlich, die für jeweilige Bereiche zuständig sind, aber auch die entsprechenden Führungskräfte innerhalb der Stadtverwaltung noch den Freiraum haben, um kreativ auch tätig zu werden und ihre Arbeit möglichst gut machen zu können. Trotzdem nochmal. Die Wähler stehen ja jetzt nun am Sonntag vor der Entscheidung, Kissel oder Kessel. Wo unterscheidet sich Kessel ganz konkret von Kissel? In meiner Art, Menschen zu führen. Das habe ich also auch bei der Polizei lernen dürfen in meiner Ausbildung und in meinem Studium. Und mit Menschen entsprechend umzugehen. Und bei mir ist es so, die Verwaltung muss eine dienende Funktion haben, muss ein Dienstleister sein für die Bevölkerung und so sehe ich das. Herr Kissel, die Frage geht natürlich genauso an Sie. Sie stehen vor der gleichen Situation. Also was macht Kissel anders als Kessel? Sie kennen sich auch nur beide lang genug. Also ich bin schon jemand, der dominieren will. Und ich finde, das gehört sich auch, dass ein Oberbürgermeister seiner Verwaltung sagt, wo es lang geht. Dass dem nicht alle so folgen, das ist wieder eine andere Frage. Das ist die Aufgabe im Alltag und immer im Dialog auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Kolleginnen und Kollegen, argumentativ umzugehen. Also aber vom Grundsatz her ist der Chef der Verwaltung derjenige, der den Ton angibt. Und das muss man auch erwarten können aus der Bevölkerung. Und im Übrigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten das auch, dass der Chef Klartext spricht, dass er entscheidungsfreudig ist. Und das muss er 100-mal am Tag sein. Das Spektrum, das Aufgabenspektrum, das können die meisten gar nicht wissen, ist ungeheuer vielfältig. Der Tag verläuft im Halbstundentakt, besteht aus Sitzungen, Besprechungen, Telefonaten, E-Mails, Postbearbeitung, Sitzungen außerhalb. Man ist für eine Reihe von Gesellschaften verantwortlich, als Vorsitzender des Aufsichtsrates, als Verwaltungsratsvorsitzender. Und es ist nicht so, dass die Vorstände nur einem erzählen, was sie machen, sondern das ist ein enger fachlicher Dialog, in dem man auch Vorgaben machen muss. Also man muss schon die Fahne in die Hand nehmen und vorangehen, dass wir auch flache Hierarchien haben. Dafür habe ich gesorgt. Es gab 2003 noch 41 verschiedene Ämter in der Stadt. Die habe ich entsprechend ihren Aufgaben, Schwerpunkten und Überlappungen zusammengeführt zu 8 Verwaltungsbereichen mit hoher Kompetenz und hohen Verantwortungsbereichen. Gleichwohl, beim Oberbürgermeister landet alles auf dem Schreibtisch, was schwierig ist und was einer Entscheidung bedarf. Und da muss man
Mut haben, zu entscheiden, und den braucht man auch, und vor allen Dingen braucht man das Wissen, die Erfahrung, die Kompetenz. Das habe ich gelernt. 1970 habe ich angefangen, von der Pike auf. Ich weiß, wie das Geschäft funktioniert und wie man auch Kommunalpolitik kraftvoll gestaltet. Dass man es nicht jedem recht machen kann, das ist eine Erfahrung, die macht man jeden Tag. Wir haben schon festgehalten, Sie werden also künftig, so Sie wiedergewählt werden, mehr für den Bereich des Ordnungsbereiches tun, als Personalverantwortlicher da auch für mehr Personal sorgen. Habe ich das recht verstanden? Herr Kessel hat zu Recht gesagt, über den Stellenplan entscheidet der Stadtrat, die Verwaltung macht Vorschläge, die Personalverwaltung schreibt aus. Die Auswahlgespräche und die Entscheidung, wer eingestellt wird, das entscheidet der jeweilige Fachbereich. Wenn es um Mitarbeiter, Abteilungsleiter geht, der Dezernent ist mit dabei. Ich unterschreibe am Ende nur die Arbeitsverträge oder die Anstellungsverfügung. Gut. Also das ist sozusagen ein strukturierter Prozess, bei dem Personalvertretung, Schwerbehindertenbeauftragte, die Gleichstellungsstelle beteiligt ist. Das ist ein komplett analytisch durchstrukturierter Prozess. Das ist nicht so, dass der Oberbürgermeister sich die einzelnen Leute, die Bewerbungen anguckt. Das ist gar nicht möglich. Das entscheiden die Fachbereiche. Sie haben auch vorhin festgestellt, dass offensichtlich viele Menschen sich nicht mitgenommen fühlen von der Politik. Und das, obwohl auch eines Ihrer Credos immer war, Transparenz schaffen, die Leute mitnehmen. Was hat da nicht funktioniert? Also Sie sind ja der Kronzeuge, Herr Götzen, dafür, dass ich, was die Pressearbeit angeht, kommunikativ bin. Jeder Anruf von Ihnen, jede E-Mail von Ihnen, die wird in kürzester Zeit beantwortet. Wir haben eine sehr aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über das Internet, die Homepage der Stadt. Ich mache sogar Facebook seit einigen Jahren und anderes mehr. Ich habe viele, viele Einwohnerversammlungen durchgeführt zu großen Projekten, dass man da insbesondere zu kritischen Themen, habe ich mich immer der Diskussion gestellt. Aber der Anspruch auf Partizipation, auf Mitwirkung, auf Mitreden, der ist gewachsen. Und da geht es nicht unbedingt um die großen Projekte und Baumaßnahmen, da geht es um viele, viele vermeintliche Kleinigkeiten, die den Menschen am Herzen liegen. Und das ist mir in den letzten Wochen sehr deutlich begegnet, dass sich da vieles an Unmut zusammenbraut, aus den unterschiedlichsten Gründen, die es gibt. Das hat was mit der Weltpolitik, mit Globalisierung zu tun, mit Zuwanderung, mit den Flüchtlingen. Das hat was mit dem Schmutz, mit dem Falschparken, mit den fehlenden Parkplätzen zu tun. Also alles Mögliche braut sich da an Ärger und Unmut zusammen. Und damit muss man noch intensiver umgehen und noch intensiver sich der Diskussion stellen. Das habe ich lernen müssen die letzten Wochen, dass da vieles zu kurz gekommen ist. Herr Kessel, wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Wie können Sie noch mehr die Bürger mit einbinden? Wie können Sie dafür sorgen, dass die Bürger sich mitgenommen fühlen und das Gefühl haben, jawohl, das wird nicht über mich hinweg entschieden, sondern das wird mit mir für mich entschieden? Ja, ich habe also nur seit 1974, dann 4 Jahre nachher in der Oberbürgermeister angefangen, in der öffentlichen Verwaltung, nicht bei der Polizei, und habe also auch dort gelernt, wirklich in allen sozialen Schichten innerhalb der Stadt, mit denen hat man umzugehen als Polizist, ob das jetzt beim Verkehrsunfall ist, ob das bei der Ruhestörung ist oder ob das bei der Blutentnahme ist oder ja, es gibt so vielfältige Sachen, man wird zu Streitigkeiten gerufen, wo man vorher noch nie die Menschen gesehen hat und soll dann als Dritter in der Ausnahmesituation eingreifen, da lernt man mit Menschen gut umzugehen. Und dann bringe ich die Erfahrung mit, jetzt mittlerweile seit 20 Jahren als Ortsvorsteher, und der Ortsvorsteher ist der, der im Ort für alles zuständig ist. Da kommen die Nachbarn hinweg, wenn die Streitigkeiten haben, wenn einer was Falsches im Kamin verbrennt, wird nicht nur der Schornsteinfeger informiert, sondern auch der Ortsvorsteher, und wenn sonst was ist, dann kommen sie also auch, und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also insoweit bin ich das gewöhnt, und ich nehme mich jedem an, und ich bin also auch für alles zuständig. Ich sage nicht, wenn sich an den oder den, sondern ich gebe das entsprechend weiter. Das wird mir dann als Oberbürgermeister so nicht gelingen, da würden die 24 Stunden am Tag nicht mehr reichen. Aber das Vorgehen, das Annehmen, das sich annehmen der Menschen, die zu einem kommen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Dankeschön.
Thema Falschparken hatten wir schon. Tatsächlich ein Thema, das in den letzten Wochen und Monaten immer und immer wieder auch bei uns in der Redaktion der Wormser Zeitung landet. Jahrelang hieß es, Parkkrallen abschleppen, oh, juristisch ganz, ganz schwierig, ganz kompliziert. Und dann ist die Verwaltung mal nach Ludwigshafen gefahren, hat sich angeguckt, wie es geht und jetzt wollen sie es umsetzen. Warum dauert sowas so lange? Warum hat man am Anfang immer das Gefühl, erstmal wird einem erklärt, warum was nicht geht? Das ist genau ein Problem, dass also auch von der Verwaltung oftmals erklärt wird, warum etwas nicht geht, nicht wie es tatsächlich funktioniert. Und ich denke, wenn man mal dann über die Nachbargrenzen hinausschaut, in dem Fall war es dann Ludwigshafen gewesen, hat dort gemerkt, dass also auch dort nicht die Parkkralle eingesetzt wird, sondern dass dort vermehrt, aber wirklich in ganz, ganz großem Ausmaß auch abgeschleppt wird. Und das hilft vor allen Dingen bei denen, die also kein deutsches Kennzeichen haben und die irgendwo verkehrt stehen und wo man ganz, ganz schwer dran zu kommen hat an den jeweiligen Fahrer bzw. Halter des Fahrzeugs. Wenn das Fahrzeug abgeschleppt ist, muss es abgeholt werden und dann hat man die Möglichkeit, dann auch tatsächlich eine Änderung zu vollziehen, das Risiko erwischt zu werden und dass man entsprechende Konsequenzen zu tragen hat, muss einfach größer sein, wie das Risiko nicht erwischt zu werden, damit sich da eine Verhaltensänderung ergibt. Also das Thema Konsequenz. Konsequentes Einschreiten und erst dann, wenn man also merkt, wenn ich mich heute Abend da hinstelle, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich entweder abgeschleppt werde oder zumindest eine Verwarnung bekomme, dann wird, denke ich, wird auch das Verhalten dann auch geändert werden. Wenn man klagt über das Thema Autoposer, das sind die, die mit den aufgemotzten Karren schön laut durch die Straßen fahren, dann bekommt man meistens zur Antwort, ach, eine Autoposer-Szene gibt es in Worms nicht. Aber die lauten Autos sind trotzdem zu hören. Und die gibt es auch in Worms. Wobei das dann wieder der fließende Verkehr ist, also nicht das Ordnungsamt zuständig ist, sondern da ist wieder die Polizei zuständig. Und da klagen wir und haben wir jedes Jahr unterm Strich immer, obwohl jetzt ganz, ganz viele Polizisten wieder eingestellt werden, also 580 sind jetzt dieses Jahr wieder eingestellt worden, aber es ist immer noch so, dass die Anzahl der Ruhestandsversetzungen größer sind, wie die, die also dann auch in Dienst beginnen können, dann auch nach Worms kommen können. Deswegen haben wir also unterm Strich jedes Jahr immer noch weniger Polizisten und da brauchen wir einfach auch mehr Polizei, um dieses Phänomen in den Griff zu kriegen. Auch da muss es gelten, dass das Risiko erwischt zu werden und bestraft zu werden größer ist wie umgekehrt. Das waren jetzt die Zahlen landesweit? Waren die landesweite Zahlen, also nicht hier in, keine 580 werden in Worms eingestellt, sondern landesweit pro Jahr eingestellt. beim Thema Raser, auch das Verkehr hatten Sie angesprochen und Sie hatten auch angesprochen das Thema die Ortsbeiräte. Tatsächlich ist es so, man kann wirklich in jeden Ortsbeirat gehen, wo man will. Überall kommt die Klage, bei mir im Ort wird gerast, Herr Ortsvorsteher, sorgen Sie mal dafür, dass da geblitzt wird. Die Antwort von der Verwaltung ist jedes Mal die gleiche. Die lautet nämlich, naja, wir kennen das aus Erfahrung, die, die zu schnell fahren, sind die, die da wohnen. Aber dann kommt kein Blitzer und es wird nicht geblitzt. Das ist dann erledigt. Doch, wir haben ein zweites Fahrzeug angeschafft. Wir haben jetzt zwei Teams unterwegs, die auch in den Stadtteilen blitzen. Man braucht allerdings eine gewisse Messstrecke. Dafür eignet sich nicht jede Anliegerstraße. Und ein Stück weit stimmt das, was die Verwaltung gern als Antwort gibt. Nicht jedes Mal, aber gelegentlich schon. Dass in bestimmten Anliegerbereichen, die keinerlei Durchfahrtsfunktion haben, von ihrer Verkehrsfunktion her, es die Anlieger meistens selbst sind. Und weil wir gerade über das Falschparken und über die Raserei geredet haben, so viel sich welche darüber beschweren, dass zu wenig kontrolliert wird, fast genauso viel kommen zu mir in der Bürgersprechstunde mit ihrem 10-Euro-Verwarnungsgeld mit der Bitte, das zurückzunehmen, ein Machtwort zu sprechen, weil sie nur 5 Minuten mal kurz irgendwo geparkt haben. Also das kommt dann auch gelegentlich vor. Hat sich das nicht geändert? Also ich gebe Ihnen recht, das war oft so, dass es dann gesagt wurde, ausgerechnet beim Backfischfest müsst ihr so viel Knollen verteilen, das ist doch keine Werbung für die Stadt, da wollt ihr doch nur Geld machen. Aber mittlerweile, sei das der Friedrichsweg, sei es am Ludwigsplatz, sei es in der Bahnhofsstraße, ständig wird geklagt darüber, dass wild geparkt wird und kein Mensch sich dafür interessiert. Ja, das hat auch damit etwas zu tun, dass in 10 Jahren von 2008 bis 2018 der Fahrzeugbestand in Worms, angemeldete Fahrzeuge, sich von 46.000 auf fast 60.000 erhöht hat. Das ist eine Steigerung in 10 Jahren um 30, fast 30%.
Nur die Fläche, die zur Verfügung steht, um Autos abzustellen, die ist nicht mitgewachsen. Deswegen brauchen wir dringend auch ums Stadtzentrum heraus, wo viele Menschen auch wohnen, wo viele arbeiten, wo viele einkaufen gehen, auch entsprechende Parkmöglichkeiten. Wir müssen möglicherweise über einen zusätzlichen Parkbau nachdenken. Und dass dieser Wettbewerb um die letzten freien Plätze, der nimmt immer mehr zu. Der führt auch zu dieser vorhin angesprochenen Verärgerung. Wir weisen ja Anwohnerparken aus, aber manche Leute müssen fünfmal ums Karree fahren, bis sie überhaupt in einigermaßen Entfernung zu ihrem Wohnplatz, zu ihrer Wohnung einen Anwohnerparkplatz finden. Und das ist Stress pur, das ist Ärger pur. Und es genügt nicht, darauf hinzuweisen, wir wollen die Mobilität der Zukunft neu organisieren. Das wollen wir, das müssen wir auch. Aber es wird immer noch eine Phase geben, in der viele Menschen einen Pkw haben wollen, vielleicht auch darauf angewiesen sind und mobil sein müssen. Und, ist es nicht eher eine Frage des Respekts und des Anstands, der bei vielen Leuten offensichtlich verloren gegangen ist? Ja, im Straßenverkehr herrscht mitunter Wildwest. Ja, auch das ist ein Phänomen unserer Zeit und daran sind viele beteiligt, manche auch, die darunter leiden, je nachdem, in welcher Rolle man gerade ist. Das Thema Autoposing, Herr Kessel hat es gesagt, muss von der Polizei kontrolliert werden. Ich habe darüber mit dem Polizeidirektor vor einigen Monaten schon gesprochen und er hat mir gesagt, ich muss erst mal Mitarbeiter, Polizisten ausbilden, damit sie in der Lage sind, die Poser hinsichtlich der technischen Möglichkeiten und Zulässigkeiten des Fahrzeuges überhaupt fachlich fundiert kontrollieren zu können. Und diese Ausbildung läuft gerade, damit überhaupt erstmal eine Kontrolle dieser Kerle da stattfinden kann. Und es gibt noch keine Massenszene wie in Mannheim oder Ludwigshafen, aber es steigert sich allmählich, weil dort inzwischen schärfer kontrolliert wird. Und dann verlagert sich die Poser-Szene natürlich in andere Städte, zum Beispiel auch zu uns nach Worms. Und das ist ein wirkliches Übel für die Menschen, die an der Strecke wohnen, diese Lärmbelästigung bis in die Nacht ertragen zu müssen. Ein Thema, das auch immer und immer wieder aufs Tapet kommt, weil es einfach ein ungelöstes Problem ist, ist das Thema der Innenstadt, der Einkaufsinnenstadt. Also Stichwort Wilhelm-Leuschner-Straße. Die Wormser sagen immer gern noch KW dazu. Trotzdem die Wilhelm-Leuschner-Straße oder aber auch die Kämmerergasse. Im Moment ist gerade die untere Kämmerergasse sehr im Fokus, weil sich da viel verändert. Wie kann man dieses Thema mal zufriedenstellend einer Lösung zuführen, Herr Kessel? Haben Sie da einen Ansatz? Also vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den Geschwindigkeitskontrollen und zum zweiten Radarfahrzeug. Also das zweite Radarfahrzeug macht es jetzt zukünftig möglich, auch an den Stellen zu kontrollieren, wo das erste Radarfahrzeug nicht eingesetzt werden kann, also auch gerade im engen Bereich, im Kurvenbereich und so weiter. Also, und ich fordere das also auch regelmäßig an, als Ortsvorsteher bei uns in Rhein-Dürkheim, da werden also häufig Kontrollen gemacht, wobei es auch oftmals so ist, dass das Ergebnis nicht ganz den Erwartungen entspricht, dass also relativ wenige so schnell fahren. Ich mag vielleicht aber auch an anderen Gründen hängen. Es geht um die Innenstadt. Die Innenstadt, da haben wir viele Leerstände. Und eine Möglichkeit, wir sind ja jetzt ja jeden Samstag unterwegs in der Innenstadt und treffen da also auch viele Bewohner der Innenstadt, wäre eben, dass man gerade was Wilhelm-Leuschner-Straße anbelangt, dort auch Wohnungen mehr also umbaut, dass man also aus Geschäftshäusern Wohnhäuser macht. Und da ist es natürlich auch wieder wichtig, da kommen wir wieder zu dem Thema, wo wir vorhin drüber sprachen, dass auch dann ein angstfreier Raum entsteht. Also dass man da nicht Angst haben muss, wenn man dort wohnt, dass man irgendwie belästigt wird. Also das gehört zusammen, es muss attraktiver gestaltet werden. Und dann, denke ich, kriegt man also auch wieder ein schönes Bild in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Die KW, die Kaiser-Wilhelm-Straße, ist in Rhein-Dürkheim. Ja, dankeschön. Wenn wir von der Redaktion uns mit dem Thema Leerstände oder 1-Euro-Shops beschäftigen und beim City-Management anrufen, kann ich die Antwort im Grunde genommen schon schreiben, die ist seit Jahren immer die gleiche. Es sind halt die Mieten, es sind halt die Besitzer, können wir nicht dran, können wir nichts machen. Eine Antwort lautet immer, Handel ist Wandel. Und es kommt immer mal zu Leerstand. Unser City-Management bemüht sich im Rahmen des Leerstandsmanagements um Folgenutzungen. Das gelingt auch ganz gut. Was die Stadt tun kann,
Zusammenwirken mit dem Stadtmarketing ist für Aktionen in der Stadt sorgen. Diese Aktionentage wie Mandelsonntag, Worms blüht auf, die sollen auf die Einkaufsstadt aufmerksam machen, sollen viele Auswärtige mit unserer Stadt bekannt machen. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass wir im öffentlichen Raum agieren, also für Aufenthaltsqualität sorgen. Das haben wir getan mit dem Ausbau der KW-Fußgängerzone. Die sah ja früher ganz anders aus. Wir haben den römischen Kaiser neu ausgebaut. Der Obermarkt ist in der längeren Vergangenheit neu gestaltet, autofrei gemacht worden. Jetzt steht an die Hartgasse, die Hafergasse und die Kämmererstraße. Die brauchen jetzt eine neue Ausbauqualität. Vielleicht müssen wir auch Spielgeräte vermehrt aufstellen und vielleicht auch mehr für Aktionen sorgen. Ich bin mit unserer Kulturabteilung im Gespräch, dass wir zumindest in den Sommermonaten immer mal wieder auch für Events, für musikalische Veranstaltungen sorgen, um das Einkaufen zu einem Erlebnis zu machen. Aber ist es richtig, Herr Götzen, was Sie sagen und was Sie immer als Antwort bekommen? Wir als Stadt können nicht bestimmen, wie Eigentümer der Häuser in der Innenstadt mit ihrem Eigentum umgehen, an wen sie vermieten und an wen sie nicht vermieten. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Gespräche mit Hauseigentümern geführt. Manche haben mir gesagt, was geht denn Sie das an wen ich meinen Laden vermiete? Und das geht Sie nichts an, wenn ich ihn leer stehen lasse, weil das steuerlich für mich interessanter ist. Und ich vermiete an jemanden, der die höchste Miete in der Lage ist zu bezahlen. Das bekommt man dann gelegentlich auch als Antwort. Und die Ketten, die es in jeder Stadt gibt, auch bei uns, da herrschen völlig andere Gesetzmäßigkeiten. Da wird von der Konzernzentrale bestimmt, was man tut und was man lässt. Und die Geschäftsleitungen sagen mir, mein Verantwortungs- und Kompetenzbereich endet an meiner Ladentür. Was davor geschieht, hat mich nicht zu interessieren. Und ein Ergebnis ist, dass die Weihnachtsbeleuchtung, die jetzt gerade wieder aufgehängt worden ist, die kostet rund 70.000 Euro jedes Jahr in der Adventszeit, dass kein Mensch sich daran finanziell beteiligt, obwohl wir das für die Einkaufsstadt und für die Geschäfte tun und für die Attraktivität der Stadt. Da müssen wir halt als Stadt herhalten, damit sozusagen adventlich-weihnachtliches Gefühl auch in der Stadt geschieht. Drängt sich natürlich die Frage auf, ist das jetzt die Beleuchtung für den Winterzauber oder für die Nibelungenweihnacht? Entschuldigung. Auf eine Feststellung lege ich jedes Jahr Wert. Ich bin nicht der Erfinder dieses Begriffs Nibelungenweihnacht. Den gebrauche ich auch nicht. Den habe ich jetzt einmal ausnahmsweise in den Mund genommen in meinem schriftlichen Grußwort, das ich immer selbst verfasse. Für die Broschüre kommt dieser Begriff nicht vor. Wirklich nur am Rande. Herr Kessel, die Ideen, die Innenstadt also aufzuwerten durch Veranstaltungen, durch verkaufsoffene Sonntage, ist das der richtige Weg, das zu machen? Herr Schenk, ist also eins, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und es attraktiver zu machen, auch einkaufen zu gehen. Das andere ist vielleicht auch neue Geschäftsideen zu entwickeln. Die Möglichkeit, das zu verknüpfen, also Onlinehandel mit dem Ladengeschäft, dass man im Laden etwas bestellt, was man dann per zugeschickt bekommt oder umgekehrt, dass man was per Online bestellen kann und im Laden abholt. Also da gibt es neue Ideen, auch neue Ideen, also auch um das attraktiver zu machen. Und wir haben ja auch in den Fußgängerzonen der Innenstadt eben nicht nur Wohnen und Einkaufen, es gibt mittlerweile auch, und ich habe es beim letzten Mal auch schon mal erzählt, auch Firmen, die sich in der Innenstadt niederlassen und dort ihren Firmensitz, die größte oder die 15. größte in Deutschland agierende Game-Hersteller, also Videospielhersteller, hat seinen Sitz in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Also auch da gibt es neue Nutzungsmöglichkeiten. Ist ohnehin dann, Herr Oberbürgermeister, ein Zielkonflikt mit der Innenstadt. Schon jetzt gibt es Innenstadtbewohner, die sagen, es langt. Wir haben Jazz and Joy, wir haben die Nibelungenfestspiele, wir haben dieses und jenes, Kulturnacht. Wir wollen hier auch mal in Ruhe wohnen und leben. Das gibt es in der Tat. Das gibt es in der Tat. Andere wiederum freuen sich, dass die Innenstadt so belebt wird, weil das auch natürlich wiederum das Sicherheitsgefühl stärkt, wenn Leben da ist. Vorhin habe ich gesagt, man kann es nicht jedem recht machen. Aber ich betrachte es als Aufgabe der Stadt, für urbane Qualität zu sorgen. Und dazu gehört auch kulturelles Angebot in der Stadt. Und das haben wir aufgepeppt. Sie können es auch offensichtlich nicht den Gewerkschaften recht machen.
die gerade gegen die verkaufsoffenen Sonntage Sturm laufen. Und es steht zu befürchten, dass die Gewerkschaft auch weiterhin versuchen wird, die eigentlich tradierten verkaufsoffenen Sonntage gesetzlich verbieten zu lassen. Ich bin seit 48 Jahren Mitglied einer Gewerkschaft. Früher war das die ÖTV, heute ist das die Gewerkschaft Verdi. Da bin ich ausnahmsweise anderer Meinung, zumal ich im Gespräch mit den Betriebsräten in den Geschäften und mit den Geschäftsleuten erfahren habe, dass erstens niemand gezwungen wird, an verkaufsoffenen Sonntagen Dienst zu machen, dass es zusätzliche hohe Vergütungen gibt und dass viele Frauen und Männer durchaus daran interessiert sind an diesem Zuverdienst, weil sie auch wissen, wenn es gelingt, Worms als Einkaufsstadt weiter voranzubringen und für Aufmerksamkeit zu sorgen, dann sichert das auch meinen Arbeitsplatz. Das ist der Konflikt, den die Gewerkschaft sicher genauso sieht. Aber ich schlage mich in dem Fall auf die Seite der Stadt und der Beschäftigten und der Geschäfte, weil ich will, dass unsere Einkaufsstadt brummt, dass Menschen hierher kommen, dass sie begeistert sind von dem, was man hier geboten bekommt. Und ich glaube, in Worms kann man gut einkaufen. Man bekommt nicht alles, aber das breite Sortiment ist wirklich sehenswert und ich bin stolz darauf, dass wir auch Zuwachs bekommen haben in den letzten Jahrzehnten, dass die Firma Joost hier in Worms ein großes Warenhaus eröffnet hat, ein Kleidergeschäft. Das hat etwas mit dem City-Management zu tun. Die Heike Nüller hat das im Grunde fertiggebracht, Joost, Russmann und andere nach Worms zu holen und Leerstände wieder aufzufüllen und für neue Attraktivität zu sorgen. Ich finde, unsere Stadt, die Einkaufsstadt, und das sage ich ausdrücklich auch für die KW, die ist nicht so schlecht, wie sie immer von manchen geredet wird. Also ich glaube, wir können zufrieden sein, aber nicht die Hände in den Schoß legen. Weitermachen, damit die Stadt weiter vorankommt. Danke. Weiter den Versuch starten, wie unterscheiden sich die beiden hier oben? Was machen Sie in Sachen Schulen anders, als es der Herr Kissel bislang getan hat? Ein Thema, das auch immer wieder aufkommt. Bevor ich dann zur Schule komme, möchte ich auch noch was sagen zu den verkaufsoffenen Sonntagen. Bitte, ja. Die sind ja limitiert auf 4 und müssen also jeweils anlassbezogen sein. Und für mich steht also die Sonntagsruhe immer noch ganz, ganz im Vordergrund. Auch als Landesvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, also da bin ich auf der Seite, dass man nicht mehr als die jetzt schon zulässigen 4 verkaufsoffene Sonntage dann auch machen soll. In Worms gibt es 2, ne? Wir haben 2. Wir streiten auch um den dritten. Und ich glaube, wir bewegen uns da noch immer deutlich unter der Grenze, die der Landesgesetzgeber vorgibt. Aber selbst der dritte ist schwierig zu erreichen. Adolf Kessel hat zu Recht darauf hingewiesen. Man muss einen besonderen Anlass haben. Beim Mantelsonntag ist das der Herbstmarkt der Frauenverbände und bei Worms blüht auf das, was die Landschaftsgärtner bieten. Das kann man rechtlich miteinander verknüpfen. Gut. Wir kommen zu den Schulen. Jawohl, genau. Ja. Sie machen etwas anders bei den Schulen, Herr Kessel. Ja, also mir ist ganz, ganz wichtig und da bin ich jetzt wieder betroffen als Ortsvorsteher von Rhein-Dürkheim. Das trifft aber auch für das ganze Stadtgebiet zu, dass es einfach planbar sein muss, wenn oder wann meine Schule an der Reihe ist, wann meine Schule renoviert wird. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass oder kann es vorkommen, dass irgendwo die Decken herunterfallen, dass kurzfristig eine andere Schule dann zwischen reingenommen werden muss. Aber auf längere Sicht muss es klar sein. Dann denke ich, haben auch die Eltern ein Stück weit Verständnis zu sagen, da warten wir eben noch 3, 4 oder 5 oder 6 Jahre, aber dann muss auch wirklich was gemacht werden. Und da kann es nicht sein, dass wie bei uns in Rhein-Dürkheim eine Schule, die Leistungsstufe 1 und 2 gemacht worden ist und dann die Schule nicht mehr im Haushalt zu finden ist, also die weitere Vorgehensweise einfach nicht mehr ersichtlich ist. Da muss mehr Transparenz rein, da muss einfach klar sein, dann und dann ist meine Schule dann dran an der Renovierung. Dankeschön. Waren Sie eigentlich in den letzten Tagen mal in den Chemiesälen vom BITS? Sie sind eingeladen worden vom Direktor, sich das nochmal anzugucken. Nach meinem Anpfiff haben die aufgeräumt. Ja. Also der Herr Menneken sagt, Sie haben das schon längst aufgeräumt. Also, ja gut, also der Anpfiff lag auch schon länger zurück. Der wurde nur noch mal öffentlich wiederholt, nachdem der Vorwurf an mich auch noch mal öffentlich gemacht worden ist, der sich auch inzwischen in Luft aufgelöst hatte. Gut. Nichtsdestotrotz wollen wir noch mal gucken, wie es denn
weitergeht. Das Spannende ist ja, nach der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, nach der Wahl ist vor der Wahl, stehen wir dann vor der Kommunalwahl, die im Mai am, helfen Sie mal weiter, 26. Mai im kommenden Jahr stattfindet. Herr Gissel, die kleinen Fraktionen im Stadtrat haben nun keine Empfehlung an ihre Wähler gegeben, Sie zu wählen. Gerade von den Grünen ist auch zu spüren, dass Sie mit Ihrer Politik in der Vergangenheit nicht so ganz einverstanden sind. Was würden Sie anders machen künftig im Stadtrat, im Umgang mit den kleineren Fraktionen? Also es kommt darauf an, wie man von der einen und von der anderen Seite miteinander kommuniziert in der Politik und in Auseinandersetzungen um den besten Weg. Darf auch mal gestritten werden. Das gehört zur Lebendigkeit in der Demokratie dazu. Und ich nehme es niemandem übel, der mich angreift. Und das geschieht gelegentlich im Stadtrat und zwar durchaus mit scharfen Worten. Der darf dann aber auch nicht empfindlich sein, wenn ich mich zur Wehr setze und wenn ich meine Position vertrete. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin impulsiv. Ich bin leidenschaftlich. Ich kämpfe mit ganzem Herzblut für diese Stadt und für meine Position. Das heißt nicht, dass ich nicht lernfähig sei. Ich habe auch schon vieles aus kritischen Diskussionen mitgenommen und auch meine Position immer wieder hinterfragt und überprüft. Aber ich glaube, es kommt darauf an, dass man nicht aus Prinzip gegen eine Position ist, die jemand anders formuliert, sondern dass man sich zuhört, dass man ernsthaft miteinander diskutiert und dass man nicht dogmatisch miteinander umgeht und keine dogmatischen Positionen formuliert, die sozusagen der Menschheit vorschreiben wollen, wie sie zu leben hat. Das widerspricht meinem liberalen Grundverständnis, was die Freiheit der Menschen angeht. Ich muss Angebote machen, das gehört dazu. Fortschrittliche, moderne Angebote, aber ich kann niemanden zwingen, darauf einzugehen, sondern ich muss immer fortwährend daran arbeiten, dass die Bereitschaft sich verändert. Die Grünen haben aber sehr wohl eine sehr deutliche Wahlempfehlung ausgegeben an ihre Wähler. Sie mögen Sie wählen, Herr Gessel. Wie ist Ihr Verhältnis zu den Grünen? Gut, sage ich. Also wenn ich auch in meine eigene Vergangenheit zurückdenke, ich war also einer der ersten Polizisten in Worms, der also Umweltschutzlehrgänge besucht hat, der dort unterwegs war, dann auch die Umweltstraftaten bekämpft hat, aber auch gleichzeitig, was die Renaturierung des Seegrabens anbelangt, wurde ich damals von NABU ausgezeichnet, dass ich mich im Rahmen der Acker-Zweitbereinigung auch dafür eingesetzt habe. Und die Bewahrung der Schöpfung, das ist was Grundlegendes, was in unserer christlich-demokratischen Union ein Wert an sich schon ist, Bewahrung der Schöpfung, und ich denke, die Grünen wollen nichts anderes. Sie waren Umweltamtsleiter, wollten Sie jetzt sagen. Ja, ich habe auch einen Umweltpreis bekommen, allerdings nur den von der Wormser SPD. Gut, ja. Das wollen wir jetzt mal nicht aufwiegen. Das wollen wir jetzt mal nicht aufwiegen. Aber spannend ist die Frage, wie erleben Sie denn die Arbeit im Stadtrat oder in den Ausschüssen, wenn es gerade um das Verhältnis der beiden Großen zu den kleinen Fraktionen geht? Ich denke also auch da habe ich gelernt, im Ortsbeirat gelernt, wie man miteinander umgeht und in unsere Beschlüsse im Ortsbeirat, die fallen also fast gänzlich immer einstimmig und da lege ich auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass man gemeinsam einen Weg findet, den alle mitgehen können. Das wird nicht in jedem Fall passieren, aber man muss zumindest versuchen, dass man so einen Weg findet. Das könnten Sie ja auch im Stadtrat machen und weitestgehend ist es ja im Stadtrat auch so. Eben, ja. Stichwort GroKo, dass das meiste einvernehmlich läuft. Das betrifft nicht nur die GroKo, Herr Götzen. Die allermeisten Beschlüsse, und das ist ja so langweilig für Sie als Journalist, die allermeisten Beschlüsse werden einstimmig gefasst, nachdem in den Ausschüssen, in den Fraktionen intensiv diskutiert worden ist. Es gibt aber auch Entscheidungen, die mehrheitlich getroffen werden. Das ist aber auch ein Stück Demokratie. Auch eine Mehrheit darf entscheiden und das ist dann auch eine demokratische Entscheidung. Und ein weiser Beschluss, einmütig gefasst, langweilt mich durchaus nicht. Ja, das bedeutet ja, dass nicht alle Beschlüsse weise sind. Auch das ist wahr. Wir machen auch Fehler. Das gilt für mich, das gilt für das Kollektiv des Stadtrates. Wir haben auch schon Fehlentscheidungen getroffen, wie alle Menschen in ihrem Leben. Worauf ich hinaus wollte, war,
Die Frage, wenn denn nun die Grünen Sie unterstützen, wenn Sie auch von Seiten der FDP durchaus Wohlwollen entgegengebracht bekommen, FEG Bürgerforum, die zusammengenommen, hätten Sie jetzt schon 30 Mandate im Stadtrat, das wäre bequem, damit in Anführungsstrichen die Stadt zu regieren. Aber das passiert nicht. Also ich kann mich an einen Fall, korrigieren Sie mich, wenn es mehrere waren, an einen Fall erinnern. Da ging es um den Neubau der Turnhalle vom Eleonoren-Gymnasium. Da haben Sie mal den Aufstand tatsächlich nicht nur geprobt, sondern haben es durchgesetzt gegen den expliziten Willen der SPD. Aber das war, glaube ich, das einzige Beispiel, an das ich mich jetzt erinnern kann. Also wir haben nach den letzten Kommunalwahlen im Jahr 2014 mit allen demokratischen Parteien gesprochen im Stadtrat, mit denen, die also an den Rändern stehen. NPD haben wir nicht mitgesprochen, auch mit den Linken hatten wir damals nicht mitgesprochen, aber mit allen anderen haben wir Gespräche geführt und haben geguckt, wo wir auch sachlich die größten Übereinstimmungen haben. Und dann hat sich das gezeigt, dass wir unsere Punkte der Zusammenarbeit, die, und Sie haben es erwähnt, Herr Götzen, Sie haben, die uns auch die Möglichkeit gibt, auch über diese Zusammenarbeit hinaus mit anderen Mehrheiten zu suchen, wenn wir also was haben. Das wollen wir uns also auch weiter so beibehalten. Haben wir dann die Entscheidung getroffen, mit der SPD eine weitere Wahlzeit punktuell zusammenzuarbeiten. Das ist, denke ich, auch bisher ganz gut, hat es also funktioniert. Sie haben das Beispiel Eleonoren-Turnhalle gebracht. Die wurde leider bis heute nicht umgesetzt. Und genauso werden wir es dann auch zukünftig nach der nächsten Kommunalwahl machen, dass wir mit allen sprechen, gucken, wo kriegen wir die Übereinstimmungen her. Vor allen Dingen, was wollen die Wählerinnen und Wähler? Die geben uns ja das Wahlergebnis vor. Und die geben uns ein Stück weit vor, mit wem man was dann nach der Wahl auch machen kann. Dankeschön. Vor 14 Tagen fand ich sehr schön eine Frage aus dem Publikum, die fragte nämlich, wo sind denn Ihre Visionen? Jetzt halten wir es mal nicht mit dem Ex-Kanzler Schmidt, der gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, sondern tatsächlich, was ist die Vision für die Stadt Worms? Jetzt nicht im Detail, sondern wie soll sich die Stadt Worms präsentieren in 8 Jahren, wenn die nächsten 8 Jahre rum sind? Die Stadt Worms soll in der ganzen Region der modernste Bildungsstandort sein. Mit durchgängigen Angeboten, modernen Schulen, Kindertagesstätten, die den Bedarf komplett abdecken, Schulen, die sich mit der Hochschule und mit der Wormser Wirtschaft vernetzen. Die Stadt Worms wird ein modernes Mobilitätskonzept auf den Weg gebracht haben, das sich nicht ausschließlich am Auto orientiert, sondern dass das Thema Fahrradfahren einen modernen Busverkehr in den Mittelpunkt stellt. Die Stadt Worms hat eine moderne Verwaltung in 8 Jahren, die komplett digitalisiert ist, bei der man im Grunde alle wesentlichen behördlichen Dienstleistungen auch von zu Hause aus erledigen kann, digital. Und die Stadt Worms soll eine Stadt sein, in der Generationengerechtigkeit herrscht, in der sich alle, die Kleinsten, die jungen Leute, die Menschen, die in Arbeit sind, die Seniorinnen und Senioren, wohl und geborgen fühlen und Worms als lebenswert und kulturell vielfältig erleben. Danke. Herr Kessel. Wie sähe Worms aus, wenn Sie 8 Jahre Oberbürgermeister gewesen sein würden? Ich kann das alles unterstreichen, was auch Herr Oberbürgermeister Kissel gesagt hat, von der Zieldarstellung. Eins hat er leider vergessen, das ist Sicherheit und die Ordnung und die Sauberkeit. Das ist mir ganz wichtig. Vielen Dank, dass Sie mir das überlassen haben, das freut mich. Und bei mir geht es auch darum, dass in 8 Jahren dann tatsächlich auch das erreicht wird. Und dafür werde ich kämpfen und werde auch alle mitnehmen, sowohl die Bürgerinnen und Bürger, als auch den Stadtrat, als auch die Verwaltung und auch alle Ortsbeiräte, dass sie mit eingebunden sind, damit wir gemeinsam diese beschriebenen Ziele erreichen können. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, dort hinten ist mein Kollege, der Herr Wiesner, der hat ein Mikrofon und ein langen Stab, mit dem er das Mikrofon reichen kann. Und da ist auch schon die erste Frage, darauf wollte ich mich hinaus, jetzt sind Sie gefragt, dürfen Fragen stellen. Herr Schäf, warten Sie bitte, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, dann verstehen wir Sie alle. Mein Name ist Helmut Schäf und ich freue mich, heute diesen Abend so miterleben zu können. Ich bin die Hälfte meines Lebens in Worms, die zweite Hälfte, und habe dieses Worms in seinen Veränderungen lieben gelernt.
und inzwischen eine neue Heimat hier gefunden. Was mich jetzt noch interessiert, und Sie haben das schon sehr schön herausgearbeitet, Herr Kötzen, ich kenne beide Kandidaten persönlich und habe jetzt nur die Frage, wie kann ich jetzt wählen, wenn dieses Gefühl Veränderung herstellen im Raum steht? Herr Kessel, wenn Sie Ihre erste Amtszeit antreten, wie wollen Sie Ihre eigene Darstellung so behandeln, dass Sie nicht mit dem Vorgänger verwechselt werden? Herr Kessel, wie wollen Sie in der letzten Periode Ihrer Tätigkeit verhindern, dass Ihre vorangegangene Periode damit gleichgesetzt wird? Das ist meine Frage. Dankeschön, Herr Schäf. Herr Kessel, versuchen Sie das bitte in der gebotenen Kürze zu beantworten, ohne den ganzen Abend zu wiederholen. Brauche ich auch, denke ich nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, wichtig ist mir, mit der Verwaltung zunächst zu sprechen, was meine Ziele sind, wo wir gemeinsam hinwollen, dann aber auch den Freiraum zu schaffen, damit die Verwaltung daran arbeiten kann, um diese Ziele zu erreichen. Und wir haben eins gemeinsam, der Oberbürgermeister und ich, was also jetzt die kommende Wahlperiode anbelangt, das wird für beide, egal wer jetzt gewinnt, unsere letzte sein. Und zwar rein gesetzlich, Sie sind dann im Alter, dass Sie nicht nochmal antreten dürfen. Egal, ob Sie wollen oder nicht. Genau. Herr Obermeister, wie machen Sie es, dass die dritte Amtsperiode dann anders aussieht als die ersten beiden? Ja, ich weiß nicht, ob der Helmut Schäfer mir das abnimmt. Wir kennen uns schon auch aus dienstlichen Zeiten her sehr gut. Ich will mich bemühen, sanftmütiger zu werden und... Ich habe ja schon eingeschränkt darauf hingewiesen, das muss mit meinem Temperament und mit meiner Leidenschaft für diese Stadt Worms in Einklang zu bringen sein. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, ich muss mehr mich noch um das Thema Zuhören mit den Leuten sprechen, um das Thema Sicherheit in der Stadt kümmern und stärker auch mit den Stadtteilen im Gespräch sein. Das wäre ein Schwerpunkt, den ich den anderen Schwerpunkten, an denen ich weiterarbeiten muss und will, hinzufügen würde. Dankeschön. Ich sehe dort noch eine Frage. Wenn ich es richtig sehe, ist es der Herr Harthausen. Das Mikrofon ist fast bei Ihnen. Ja, Klaus Harthausen. Ich habe folgende Frage. Der Herr Kessel hat eben das Thema Mobilitätskonzept angesprochen und auch zu Recht angesprochen, dass wir allein mit dem PKW nicht mehr weiterkommen. Jetzt erinnere ich mich an den Vorgang, dass für Worms unter anderem ein Haltepunkt für die Bahn Worms West, nämlich an der Strecke zwischen Worms und Alzey, geplant war. Er war positiv begutachtet worden, das heißt, er führt zu Fahrgaststeigerungen, es hätte auch Zuschüsse gegeben und es war eigentlich auf einem Weg. Jetzt war es dann, ich meine 2014 rum, war es so, dann hat der Herr Kessel gesagt, wir haben kein Geld dafür. Die Lage ist ja jetzt auch ein bisschen anders und meine Frage wäre, wird dieses Projekt auch wieder aufgenommen, weil Worms ist momentan die einzige Stadt in Rheinland-Pfalz, die Bahnhöfe abgebaut hat, nämlich den Haltepunkt Wormsbrücke, den gibt es nicht mehr, hat natürlich auch seine Gründe, aber Worms ist die einzige Stadt in Rheinland-Pfalz, die heute weniger Bahnhaltepunkte hat als vorher. Bitte, ja, Sie sind gefragt. Ja, Herr Harthausen, Sie verwechseln etwas. Es ging einmal um einen Haltepunkt im Rahmen der S-Bahn-Strecke zwischen Ludwigshafen, Frankenthal und Worms, der im Süden ursprünglich mal angedacht war, im Bereich des Salamandergeländes, auf den wird tatsächlich verzichtet, weil die Erhebungen ergeben haben, dass die Frequenz der Nutzer an dieser Stelle nicht den wirtschaftlichen Erfordernissen entspricht, auch wegen der relativ räumlichen Nähe zum Hauptbahnhof, also zum nächsten Haltepunkt. Die Strecke, die Sie angesprochen haben, also zwischen Worms und Monsheim-Alzey. Dort soll tatsächlich an der Karl-Villinger-Straße ein neuer Haltepunkt für die Regionalverkehre eingerichtet werden. Daran arbeite ich schon seit über 10 Jahren. Es gibt jetzt ein Sonderprogramm des Bundes, der solche zusätzlichen Haltepunkte finanziell unterstützt. Es wird konkret bereits an diesem Haltepunkt geplant. Und der macht auch Sinn,
Nicht nur, weil viele Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Alzey-Worms die Eleonorenschule, die Westend-Realschule besuchen oder das Bildungszentrum dort eine günstige Aus- und Zusteigungsmöglichkeit hätten, sondern auch für Besucher des Stadions, des Heinrich-Völker-Bades und anderer Zielpunkte macht ein Haltepunkt dort Sinn und er wird nicht nur geplant, sondern auch gebaut. Und wann? Deutlich nach 2020. Mhm. Danke. Den bezahlt jemand anders und die lassen sich von uns nicht vorschreiben, wann er gebaut wird. Das ist ein, man muss auch sagen, wenn man mit der Deutschen Bahn zu tun hat, braucht man ausgesprochen viel Geduld. Es geht um komplexe Planungsvorgänge, weil es um ein komplexes Verkehrsgeschehen geht. Das Eisenbahnbundesamt ist eine autark agierende Behörde, die sich von einer Kommune nicht vorschreiben lässt, wie schnell sie ein Planungsprojekt zu prüfen und zu genehmigen hat. Aber deswegen mache ich auch keine unrealistischen Versprechungen. Die Perspektive heißt nach 2020. Dankeschön. Meine Damen und Herren, darf ich schon? Der Herr Sauerborn ist das. Na, das Mikrofon kommt, Herr Sauerborn, sonst verstehen wir Sie nicht. Ich habe eine Frage zum Haushalt an beide Kandidaten. Die erste Frage an Herrn Kiesel. Herr Kiesel, wie hoch war die Verschuldung der Stadt Worms zu Beginn Ihrer ersten Amtsperiode? Wie hoch war sie am Ende der ersten Amtsperiode? Und wie hoch ist sie jetzt gegen Ende der zweiten Amtsperiode? Dann eine Frage an Herrn Kessel. Herr Kessel, wie bewerten Sie den Anstieg der Verschuldung der Stadt Worms? Hat ein Oberbürgermeister da überhaupt einen Einfluss drauf und auch die ihn tragende Partei oder hat er das nicht? Wenn der Oberbürgermeister einen Einfluss hat, dann wüsste ich gerne, was Sie an Vorschlägen haben, um zumindest den Anstieg der Verschuldung zu verlangsamen oder gar zu stoppen. Das würde mich also persönlich interessieren, aber auch als Pressesprecher der AfD. Danke, Herr Sauerborn. Dann hätten Sie die Zahlen eigentlich auch gleich nennen können. Ich nehme an, Sie wissen sie, aber Herr Kissel? Also ich kann sie in der Tat aus dem Stand nicht nennen, wie sie 2003, 2011, ich weiß, wie sie jetzt stehen. Der Herr Sauerborn war ja lange damals noch für die Grünen im Wormser Stadtrat und hat auch über die Haushalte jeweils mit beraten und mit beschlossen, kann sich also sicher ganz gut erinnern daran, dass der Haushalt einer Stadt mit den Investitionen, für die Darlehen aufgenommen werden müssen, denen dann auch ein Wert gegenübersteht, so wie ein Häuslebauer auch einen Kredit aufnehmen muss, um dann auch ein Haus kaufen oder bauen zu können, das dann auch der Gegenwert zu dem Darlehen darstellt. So ist es auch mit den Investitionsdarlehen, die wir aufnehmen, um Schulen zu sanieren, Kindergärten zu bauen, Straßen auszubauen und anderes mehr, Feuerwehrfahrzeuge zu kaufen, immerhin für fast 12 Millionen in meiner Amtszeit. Dem stehen dann auch Werte gegenüber. Diese Verschuldung, Investivschulden, liegt derzeit bei 140, 150 Millionen Euro. Als ich ins Amt gekommen bin, waren es, glaube ich, 70 oder 75 Millionen Euro. Also in der Zeit, vielleicht wissen Sie sogar besser, Herr Sauerborn, das mag sein. Ich habe ja vorhin gesagt, meine Aufgabe bestand darin, die Infrastruktur der Stadt zu erneuern. Und das geht nur mit Investitionen und das geht zum Teil nur auch mit der Aufnahme von Darlehen, die wir auch nach und nach wieder tilgen. Was mir mehr Sorgen macht, das sind die konsumtiven Schulden. Und da ist ein Schuldenberg angewachsen, der liegt bei etwa 300 Millionen Euro. Das ist der Kassenkredit, der Liquiditätskredit, den man jährlich aufnehmen muss, für die Ausgaben, die wir haben, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind. Wir fahren jedes Jahr mit einem Fehlbetrag, den der Stadtrat beschließt, den Haushaltsplan. Und die Ursache liegt in den ständig wachsenden sozialen Ausgaben, die durch Bund und Länder, die diese Gesetze beschließen,
nicht auskömmlich finanziert werden zugunsten der Kommunen. Darüber kann man fast jeden Tag in der Zeitung lesen, dass wir uns wie die Kesselflicker streiten mit der Landesregierung, mit der Bundesregierung, dass wir ein Altschuldenabbauprogramm fordern, das aber immer noch nicht bekommen. Tatsächlich ist ja die Frage, kommen die Kommunen da, kommt die Stadt Worms da jemals runter von denn? Der Hintergrund der Frage von Herrn Sauerborn war ja, dass es eben stetig anwächst. Ja. Wir kommen da nur runter durch eine Gemeinschaftsleistung von Bund, Ländern und Kommunen selbst. Es gibt ja schon ein Abbauprogramm, an dem wir teilnehmen. Kommunaler Entschuldungsfonds nennt sich das Programm. Das hat die Landesregierung aufgelegt. Da habe ich mit dran gearbeitet als stellvertretender oder zeitweise als Vorsitzender des Städtetages von Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung tut, was sie kann. Wir haben noch nie so viel Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich bekommen als Kommunen, wie das derzeit der Fall ist. Da bin ich der Ministerpräsidentin und der Finanzministerin sehr, sehr dankbar. Dafür haben auch viele gestritten und gekämpft. Aber es genügt noch nicht, um die Altschulden, die sich aufgebaut haben, diese Liquiditätskredite, im Moment in der Größenordnung von um die 300 Millionen Euro, bei einer derzeit noch günstigen Zinslage. Wenn die ansteigt, wird das schon wirklich schwierig. Deswegen brauchen wir ein Altschuldenabbauprogramm. Und da muss der Bund mit ins Boot, die Länder müssen mit ins Boot. Aber wir müssen dann auch bereit sein, unseren Teil dazu beizutragen. Herr Kessel, die Frage ging auch an Sie. Und vielleicht einfach, um das noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, die zwei verschiedenen Paar Schuhe. Das eine sind die investiven Schulden, da ist der Vergleich mit dem Häuslebauen der richtige. Und das andere sind die konsumtiven, also das ist, wenn Sie Ihr Girokonto ständig überzogen haben und es einfach nicht mehr ausgeglichen kriegen. So lässt sich es, glaube ich, ganz gut erklären. Ja, also nochmal zu den Investivschulden. Also es muss weiter investiert werden und wir hatten ja im letzten Jahr nur deshalb einen ausgeglichenen Haushalt gehabt, weil weniger investiert wurde, wie eigentlich geplant war. Da kommen wir dann nochmal in den Bereich Verwaltung und Strukturveränderung in der Verwaltung, dass wir unsere beiden Bauverwaltungen beim Gebäudebewirtschaftungsbetrieb und bei der Bauverwaltung, bei der Stadtverwaltung selbst zusammenführen müssen unter einer Leitung, damit also auch wirklich die Projekte, die also alle angemeldet sind, auch wirklich umgesetzt werden können. Und da wir ja auch einen Gegenwert haben, ist das gut investiertes Geld. Die andere Seite der konsumtiven Schulden, und da ist es leider so, dass innerhalb von Rheinland-Pfalz die 7 höchst verschuldeten Städte von ganz Deutschland liegen. Ich denke, dieses Beispiel macht deutlich, oder diese Feststellung macht deutlich, dass in anderen Ländern mehr Geld von dem Land in die Kommunen gegeben wird. Nämlich, sonst könnte es nicht sein, dass die 7 Höchstverschuldeten in Rheinland-Pfalz liegen. Und das ein weiteres, Worms liegt mit 6,2% der Arbeitslosigkeit, 2% über dem Schnitt in Rheinhessen. Und da müssen wir, und da kommen wir wieder zum Bereich Bildung, also auch ein sehr wichtiger Schwerpunkt mit Bildung, mit Ausbildung, dafür sorgen, dass gerade im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit, aber auch der vielen, die hier zugewandert sind, dass die also eine entsprechende Ausbildung bekommen und dann in Lohn und Brot stehen und für ihren eigenen Lebenshalt sorgen können. Und dann lassen sich auch wieder Gelder einsparen im Bereich der Sozialausgaben. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ja, direkt vor Ihnen. Ich möchte nochmal auf den Stadtratbeschluss zurückkommen, der sich jetzt im Dezember zum 8. Mal jährt, nämlich den Bau einer neuen Sporthalle für die Westend Real in der Villingerstraße und den Neubau einer Elo-Halle in der Brucknerstraße am bestehenden Standort. Bei sich jeder bietenden Gelegenheit erwähnen Sie, Herr Kissel, dass Ihr Wunsch eigentlich die Elo-Halle in der Villingerstraße immer noch Priorität hat. Es gibt nun mal den Stadtratbeschluss und ich habe langsam kein Vertrauen mehr und mit mir auch 1000 Schüler, 80 Lehrer und die Familien dieser 1000 Schüler auch nicht mehr, dass dieser Stadtratbeschluss irgendwann umgesetzt wird. Es wurde jetzt oder wird im Moment die Halle in Vettersheim gebaut, die stand überhaupt nicht auf der Liste, die jetzt im Grunde überdimensioniert gebaut wird für die Grundschule, denn der dislozierte Teil der Frimmtal-Realschule Plus, früher Paternusschule, zieht ja um in die Disterweg und es können Wormser Schulen nicht nach Vettersheim fahren, um dort Sport zu machen. Ich würde mir wünschen, dass man auch die Stadtratbeschlüsse umsetzt, die demokratisch
erfolgt sind. Danke. Nur zur Vollständigkeit, Frau Ehmanns-Heischling für die CDU im Stadtrat und vor allem in diesem Falle Eleonoren Elternarbeit. Elternsprecherin, bin ich mir gerade, sind Sie noch? Ja. Herr Kissel, tatsächlich, der Beschluss ist ja, wie Sie sagte, 8 Jahre alt und also von einem Bagger zum Abriss ist noch nichts zu sehen. Ja. Noch nicht mal ein Wahlkampfbagger, wie es mal einer so schön gesagt hat. Ja. Also die Frau Ehmanns-Heischling hat jetzt eher als Vorsitzende des Elternbeirates der Eleonoren-Schule gesprochen, denn als Mitglied des Stadtrates. Denn da hat sie mitbeschlossen, dass wir zunächst die Dreifeld-Sporthalle an der Karl-Villinger-Straße bauen und wenn die fertig ist, dass erst dann an der Bruckner-Straße die alte Sporthalle abgerissen wird und an der gleichen Stelle eine neue Sporthalle, die der alten ähneln wird, vom Zuschnitt her gebaut werden kann. Das ist einvernehmlich so in den Gremien des Stadtrates beschlossen worden, auch mit Ihrer Stimme. Insofern habe ich mich jetzt etwas darüber gewundert, dass Sie das immer noch sich anders wünschen. Das ist in Ihrer Rolle als Elternbeiratsvorsitzende verständlich, aber nicht in Ihrer Rolle als Mitglied des Wormser Stadtrates der CDU-Fraktion. Jetzt muss ich noch was ergänzend hinzufügen. Es macht keinen Sinn, jetzt die Sporthalle vorzuziehen und abzureißen an der Bruckner Straße und keinen Ersatz für den Schulsportunterricht anzubieten. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, erst muss die Karl-Villinger-Halle fertig sein und dann haben wir eine Ausweichmöglichkeit für die Schülerinnen und Schüler und dann kommt die Bruckner Straße dran. Und das ist auch vernünftig und Konsens im Stadtrat. Der Unmut liegt möglicherweise daran, dass es sich eben so quälend lang hinzieht. Und da ist die Elle-Turnhalle ja nur ein Beispiel von vielen. Mittlerweile ist das Leerschwimmbecken unten in der Turnhalle schon seit Jahren zu. Wir hatten da auch schon mal das Problem, dass ein Teil der Halle nicht nutzbar war. Da muss dann geflickt werden. Ja. Das zieht sich so quälend hin. Ja. Das ist sicherlich eine Ursache für diese. Ja, aber es gibt gute Gründe dafür, dass wir diese Sporthalle über Wasser gehalten haben. Wir haben immer wieder geflickt und repariert und dafür gesorgt, dass sie noch funktioniert. Und das ist ja nach wie vor der Fall, weil eben andere Prioritäten zu erledigen waren, über die auch der Stadtrat entschieden hat. Es ist nicht so, dass der Oberbürgermeister 8 Jahre lang gesagt hat, da wird nichts gemacht, sondern der Rat der Stadt Worms entscheidet jedes Jahr, nicht nur über das kommende Haushaltsjahr, sondern über ein 5-Jahres-Programm. Das nennt man die mittelfristige Finanzplanung. Und deswegen ist die Beschwerde zwar verständlich, dass es so lange dauert, aber es gibt dafür gute Gründe. Wir haben 27 Schulen in der Stadt Worms, und der Rat hat zu entscheiden, wo die größte Dringlichkeit ist, zum Beispiel wenn es um vorbeugenden Brandschutz geht oder Havarieschäden, die entstehen. Oder es gibt plötzlich Bundesprogramme wie das Kommunale Investitionsförderungsprogramm des Bundes und wir bekommen 20 Millionen Euro, müssen aber innerhalb von 3,5 Jahren dafür entsprechende Projekte, die den Richtigen entsprechen müssen, und das gilt nicht für so eine Sporthalle, sondern für andere Projekte, innerhalb von 3,5 Jahren Projekte aus dem Boden stampfen, die notwendig sind, für die es wirklich eine Dringlichkeit gibt und die dann auch passen. Wo man die Frage stellen könnte, wo ist denn da die kommunale Selbstverwaltung, wenn die Bundes- und Landeszuschüsse bestimmen, was sie umsetzen können und was nicht? Aber ja, das nehme ich gern in Kauf. Wenn es 20 Millionen gibt und wir 90% Förderung bekommen, dann ist das doch eine tolle Sache. Da muss man zugreifen und da müssen andere Prioritäten auch mal kurzfristig gesetzt werden. Ja. Herr Kessel, Sie waren ja damals bei dem Beschluss für den Abriss und Neubau der Elo-Halle an derselben Stelle maßgeblich beteiligt. Warum haben Sie in den vergangenen 8 Jahren nicht häufiger gesagt, so und jetzt machen wir es aber auch als Fraktion im Stadtrat? Ich denke, es wurde also auch immer wieder betont, dass es wichtig ist und schließlich hier auch der Kreis, zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe vorhin gesagt, wir brauchen eine Prioritätenliste, nach der wir vorgehen können und da muss die Elo-Sporthalle entsprechend dann in der Liste auch drinnen stehen und dann brauchen wir eine leistungsfähige Bauverwaltung, dass die Beschlüsse des Stadtrats auch umgesetzt werden können. Und dann kommen die Zuschüsse und machen ihre schöne Liste obsolet.
Sie fragen, für was man Zuschüsse braucht. Und da unterscheidet sich also auch auf Landesebene, dass Straßenbauprojekte zurückgestellt werden müssen, weil die Pläne entsprechend nicht vorliegen. Da könnte unser Bundestagsabgeordneter, denke ich, ein Lied davon singen. Und da müssen auch die Pläne auch mal schon in der Schublade liegen, damit die entsprechend schnell, wenn das Geld kommt, wenn es brei regnet, muss man Löffel raushalten, entsprechend umgesetzt werden können. Jetzt liegt mir die Krankenhaustangente auf der Zunge, die seit 30 Jahren geplant ist. Langt es 30 Jahre? Mehr. Fortführung? Mehr. Und die jetzt wieder in Frage steht. Ja. Gut. Dort ist noch eine Frage. Das Mikrofon kommt zu Ihnen. Sekunde bitte. Ja. Ich denke, die Sache ist sehr einfach. Wir haben zu wenig Geld, um die Projekte, die wir gerne täten, durchzuführen. Eine unserer größten Einnahmequellen, eine unserer Haupteinnahmequellen ist die Gewerbesteuer. Ich warte den ganzen Abend auf einen Vorschlag oder auf eine Nachfrage, wie können wir das Blühen unseres Gewerbes erhöhen? Was können wir für unser Gewerbe tun, dass mehr produziert wird, dass mehr abwirft und dass mehr übrig bleibt im Stadtsäckel? Dankeschön. Das war der Herr Haubold für die FDP aktiv, ehemals im Stadtrat, jetzt in Hochheim. Ja. Herr Kessel, wollen Sie? Das war, schon mal Thema gewesen, auch vor 14 Tagen, als wir hier im Podium saßen, wo es darum ging, Gewerbesteuerabsenkung, ja oder nein, habe ich ganz klar erklärt, also absenken nicht, aber auf dem jetzigen Niveau halten, also keine Steuererhöhung. Das sind also auch, das sind wir auch in unserer punktuellen Zusammenarbeit einig, dass da nichts erhöht werden soll. Die Rahmenbedingungen für das Gewerbe, und da geht es zum einen natürlich die Bestandspflege derer, die da sind, das ist ganz, ganz wichtig, und da haben wir gerade im Chemiebereich, auch im Logistikbereich, wo auch im Logistikbereich also nicht nur Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich bestehen, sondern immer mehr auch qualifizierte Arbeitsplätze auch in der Produktion bei den Logistikern kommen, und die werfen entsprechend hohe Gewerbesteuereinnahmen ab. Was wir noch mehr brauchen, das ist dann wieder die Zusammenarbeit mit der Hochschule und die Start-ups. Wir waren mit der Landtagsfraktion in Dänemark und in Finnland gewesen, haben also angeguckt, wie das dort gemacht wird, und da kann man also einiges lernen, was man hier noch verbessern kann, und wir haben die Hochschule hier vor Ort, da müssen wir auch den Absolventen der Hochschule die Möglichkeit bieten, hier bei uns Fuß zu fassen und hier ein Unternehmen aufzumachen. Dankeschön. Der Vorschlag von der FDP-Kandidatin, der Frau Adelt, war 10% weniger Gewerbesteuer, und dann lockt man damit weitere Unternehmen an. Ja, ich habe genug damit zu kämpfen, die Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde nach einer Erhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B abzuwehren. Bin froh, dass wir im Stadtrat da auch generell einer Meinung sind, dass wir in dieser Wahlperiode darüber nicht mehr diskutieren und hoffentlich so bald auch nicht, weil das natürlich ein Wettbewerbsaspekt ist. Aber das ist im Moment nicht meine Sorge. Herr Haubold hat völlig zu Recht auf die Bedeutung der Gewerbesteuer hingewiesen. Als ich begonnen habe als Oberbürgermeister, hatten wir im Jahr 2003 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 23,5 Millionen Euro. Seit Jahren liegen wir stabil bei 50, sogar manchmal mehr als 50 Millionen Euro. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass der Wirtschaftsstandort Worms nicht nur boomt, sondern dass er sehr stabil und durch seinen bunten Mix der Branchen wirklich stabile Bedingungen geschaffen hat, auf die wir bauen können. Für die Wirtschaft sind verschiedene Dinge wichtig. Erstens, dass die Infrastruktur stimmt. Da geht es um Verkehrsverbindungen über die Straße, über die Schiene, über den Rhein, über den Wasserweg. Wir haben auch einen Verkehrslandeplatz. Auch der hat für viele Geschäftsleute eine hohe Bedeutung. Und es kommt darauf an, dass man in der Verwaltung immer auf offene Ohren und offene Türen trifft. Deswegen war Wirtschaftsförderung, das sich kümmern um die vorhandenen Betriebe, von Anfang an für mich Chefsache. Ich habe regelmäßig Wirtschaftstage ausgerichtet. Ich kenne die meisten Unternehmen, obwohl ich nicht alle 3.100 kenne, die in Worms gewerblich angemeldet sind. Und wichtig ist, dass die Unternehmen das Gefühl haben, wenn sich bei uns etwas verändert, wenn wir uns erweitern wollen, wenn wir neue Produktionsanlagen bauen wollen, dann brauchen wir schnelle Genehmigungsverfahren. Deswegen habe ich
Genehmigungstische, runde Tische eingerichtet, die mit den Unternehmen, mit ihren Ingenieuren und Architekten von Anfang an einen Planungsprozess besprechen, damit er dann in der Genehmigungsphase beschleunigt ablaufen kann. Das hat viel mit Bürokratie zu tun, aber Bürokratie bedeutet im Ergebnis für die Unternehmen auch Rechtssicherheit. Und das brauchen sie. Wenn sie eine neue Anlage bauen, wollen sie wissen, hat das rechtlich auch Bestand. Und deswegen ist die Bestandspflege für mich wichtig. Herr Kessel hat zu Recht darauf hingewiesen, und daran arbeite ich ja schon seit vielen Jahren, dass die Verknüpfungen der Hochschule mit der Wirtschaft gut funktionieren, um einen Praxisbezug, was bei Fachhochschulen ja lebensnotwendig ist, frühzeitig herzustellen. Und auch das Verhältnis der Hochschule zur Verwaltung ist sehr, sehr intensiv. Also da schließt sich dann der Kreis. All das macht neben den Angeboten, die für eine Stadt, für Unternehmen auch wichtig sind, um Fachkräfte anzuwerben, genauso bedeutend sind. Die Einkaufsmöglichkeiten, Naherholung, Sport und anderes mehr. Jetzt haben wir gerade vor kurzem die schöne Nachricht bekommen, dass TST sich in Worms erweitern wird und investieren wird, noch dazu in zwei brachliegenden Industrie- bzw. Gewerbeflächen. Prompt kommt aber auch die Kritik, naja, das sind halt auch, sagen wir mal, der Niedriglohnsektor, gerade so Mindestlohnniveau. Und davon haben wir ja in den vergangenen Jahren von diesen Logistikern eine ganze Menge bekommen. Also darum ranken sich auch viele Legenden. Die Realität sieht in weiten Teilen völlig anders aus. In Worms arbeiten circa 4.500 bis 5.000 Menschen in der Logistikbranche. Davon viele, die ansonsten kaum eine Chance gehabt hätten, am Arbeitsplatz eine Chance zu haben. Da ist viel über unseren Arbeitsförderbetrieb qualifiziert worden, gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, gemeinsam mit dem Jobcenter. Wir haben Gabelstaplerfahrer ausgebildet beispielsweise und sie in Beschäftigungsverhältnisse vermittelt. Aber in der Logistik sind auch viele hochqualifizierte Menschen beschäftigt mit hohen Einkommen, weil Logistik heute mehr ist, als Waren hin und her zu fahren, zwischenzulagern und wieder woanders hin zu transportieren. Logistikunternehmen wie TST und andere, die sind heute eng in bestehende Produktionsprozesse eingebunden und eingegliedert und leisten da effiziente Arbeit. Und ich will mal noch zwei Zahlen nennen dürfen. Wir haben jetzt über 33.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in unserer Stadt. Das ist der historisch höchste Stand von Beschäftigung in Worms. Es gibt 1.000 Aufstocker. 1.000. Das ist weniger als 5%. Und das sind mir immer noch 1.000 zu viel. Aber das sind auch Menschen, die eine Chance bekommen haben, in den Arbeitsprozess wieder reinzukommen, aber ergänzende Transferleistungen noch in Anspruch nehmen müssen, aber es nach und nach auch schaffen können, da rauszukommen, sich herauszuarbeiten. Und das ist ein Riesenerfolg für die wirtschaftliche, für die Arbeitsmarktpolitik in Worms, obwohl die Arbeitslosigkeit immer noch deutlich über dem rein hessischen Durchschnitt liegt. Darauf hat Herr Kessel ja hingewiesen. Wie binden wir denn die Hochschule stärker ein? Also das ist ja auch kein neues Thema, da wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass das Problem ist, dass wir da zwar hochqualifizierte junge Menschen produzieren, die aber danach nicht in Worms bleiben und hier, oder viele jedenfalls nicht in Worms bleiben, um dann hier das Know-how in Form von Start-ups und Ähnlichem auch tatsächlich für die Stadt nutzbringend einbringen. Wie kann man das anstellen? Jetzt darf ich wieder auf das Beispiel zurückkommen, also von Finnland und auch von Dänemark, wie die das machen. Das haben wir also dort angeschaut. Da gibt es also auch große Gründerzentren. Wir haben auch ein Gründerzentrum. Aber da müssen wir noch mehr anbieten, wo die jungen Menschen sich ausprobieren können, wo sie also auch eine Firma gründen können und dann auch nach der Gründungsphase auch hier bleiben und auch hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Das erreicht man in Gesprächen natürlich und auch da darf ich im Kuratorium mit sein bei der Hochschule, wo wir uns austauschen, wo aber über die Region, also über Worms hinaus, die ganze Region entsprechend auch mit eingebunden ist und da können wir also auch regional insgesamt von profitieren. Vielleicht auch noch ein Wort zur Logistikbranche, was wir jetzt mittlerweile festgestellt haben, dass die Arbeitskräfte, die wir in diesem Bereich haben, schon gar nicht mehr ausreichen, um die Arbeitsplatzangebote entsprechend zu decken. Da kommen also vermehrt auch Menschen aus Osteuropa hier zu uns, um hier zu arbeiten. Hier müssen wir darauf achten, dass die anständig untergebracht sind und dass es da auch keine Konflikte mit der Nachbarschaft gibt. Das kennen Sie ja aus Rhein-Dürkheim nur zu gut, wohl. Das Thema, dass das zu Konflikten führen kann. Darf ich
auch zum Thema Hochschule noch etwas anfügen. Man muss wissen, fast 40% der Studierenden an der Wormser Hochschule kommen aus anderen Ländern, aus Südamerika, aus Nordamerika, aus China, aus Asien, aus Afrika. Und wir dürfen nicht so egoistisch sein, zu glauben und zu meinen, dass die alle am Ende auch bei uns bleiben müssen. Die kommen zu uns zum Studieren, um dann auch wieder nach Hause zu gehen und beim Aufbau ihrer Heimat mitzuarbeiten. Manche bleiben hier, der ist mit Koyun, ist so ein Beispiel. Sagen, das beste Beispiel für ein gelungenes Startup aus der Hochschule heraus ist dann ausgerechnet. Ist mit Koyun, ein toller Typ, ein tolles Unternehmen, eine kleine SAP in Worms. Aber es ist richtig, ein Gründerzentrum, das wir unterstützen, wir arbeiten gerade am Konzept mit der Hochschule, das kann ein Beitrag dazu sein, dass manche Lust haben, hier zu bleiben. Das ist aber immer noch keine Garantie. Da braucht es auch die Wormser Wirtschaft, die entsprechende Angebote macht und diese Verknüpfung herstellt. Daran arbeiten wir ständig. Ich habe hier noch eine dort war eine Wortmeldung, Herr Wiesner, wenn Sie freundlich waren. Mikrofon kommt zu Ihnen. Ja, mein Name ist Friedrich Bay. Ich hätte zwei Anmerkungen zum Herrn Kissel zu machen. Denn er hat ja gesagt, in den letzten 10 Jahren sind die Autozulassungen von 46.000 auf 60.000 gestiegen. Das heißt, er hat die 10 Jahre begleitet. Meine Frage, was hat sich geändert? Nichts. Und dann erklärt uns der Herr Kissel hier, er wird sich jetzt ändern. Jetzt nehmen wir die Logistikbranche. Das ist doch wunderbar, dass die Branche nach Worms gekommen ist. Frage, wo parken denn die LKWs alle? Und dann hätte ich eine ganz letzte Anmerkung. Seit fast über 50 Jahren ist die SPD in Worms an der Regierung. Herr Kissel sprach von Investitionsstau. Ja, die Frage ist erlaubt, wer hat sie denn gemacht? Danke. Danke sehr. Bleiben wir bei der Logistik zunächst. Lkw-Verkehr ist ja in der Tat nicht wegzudiskutieren. Der hat enorm zugenommen. Die Straßen leiden darunter. Ja. In der Parallelentlastung parken sie auch, obwohl die Parkbuchten gerade mal 2 Meter breit sind und ein Lkw eigentlich gar nicht draufpasst. Ja, Logistik und Produktion und Unternehmen schlechthin sind immer auch mit Mobilitätsanforderungen verbunden, mit dem Transport von Gütern. Das gilt auch für den Transport von Gütern in die Stadt. Die Logistiker bieten auf ihren Grundstücken, auf ihren Liegenschaften ausreichenden Raum für LKWs. Das Problem sind die Fahrer von LKWs, die in Worms wohnen und die abends nach Hause kommen und einen Parkplatz für ihren LKW suchen und brauchen. Die stehen an Stellen, an denen LKWs auch parken dürfen. Ja, das wird kontrolliert. Die optische Beeinträchtigung, die ist ärgerlich. Ich bekomme immer wieder Beschwerden aus Stadtteilen. Da steht im Wohngebiet, da stehen LKWs oder an der Durchgangsstraße sind LKWs geparkt, weil die Fahrer dort wohl in der Nähe übernachten. Und wenn wir das kontrollieren, wenn der ruhende Verkehr überwacht wird durch Vollzugskräfte, melden die mir zurück. Rechtlich ist das in Ordnung, wo die parken. Sie hat noch weitere Fragen gestellt. Ja, die spannendste Frage, fand ich, war die nach dem Investitionsstau. In der Tat kommt der ja nicht von ungefähr. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Gerd Lauber, dem damaligen Finanzdezernenten der Stadt, der schon gesagt hat, wir sparen uns zu Tode. Und er meinte genau die Immobilien. Er hat gesagt, wenn wir da jetzt sparen, das holt uns ein. Und an dem Punkt sind wir jetzt seit geraumer Zeit. Ja, es ist ja nicht so, dass immer nur gespart und nichts getan worden ist. Unter Wilhelm Neuss, unter Günter Kufus, seinem Vorgänger, und bei Gernot Fischer wurde auch immer gebaut. Ne, viele neue Schulen sind entstanden, das Bildungszentrum in den 70er Jahren, die Parkbauten, überwiegend durch private Investoren und andere Investitionen sind auch in der Vergangenheit getätigt worden. Aber das, was nach dem Krieg und in den 60er und 70er Jahren gebaut worden ist, nehmen wir mal die Schulen. Das gilt weniger für die alten Schulen wie Nibelungen- oder Eleonoren-Gymnasium, aber die Schulen aus den 60er und 70er Jahren, die sind jetzt 40, 45 Jahre alt und die kommen an das Ende ihrer technischen Lebensdauer. Und jetzt stehen für diese Schulen und für diese Gebäude auch die Erneuerungs- oder die Modernisierungsinvestitionen an. Und dann kommt das Thema vorbeugender Brandschutz noch neu hinzu. Und das erfordert, dass man im Grunde in die gesamte
Infrastruktur, Gebäudeinfrastruktur noch mal komplett eingreifen muss. Herr Demir hatte eine Frage. Ja, also zum einen möchte ich erstmal dem amtierenden Oberbürgermeister Michael Kissel, aber auch dem Adolf Kessel, sowohl als Landtagsabgeordneter, aber auch als Mitglied des Stadtrats, stellvertretend für die Migranten und Migrantinnen, für die Weltoffenheit unserer Stadt danken. Ich empfinde es als Bürger dieser Stadt sehr angenehm, hier zu sein, aber ich möchte euch, weil ich euch persönlich kenne, darf ich das einfach auch mal so sagen. Ich möchte euch fragen, weil das viele Menschen und viele Bürger und Bürgerinnen beschäftigt, wie seht ihr die aktuelle Entwicklung in unserer Gesellschaft? Was sind eure Visionen? Was sagt ihr zu den Migranten und Migrantinnen, die hier sind? Wie wünscht ihr euch eine Migration und wie wünscht ihr euch das Zusammenleben der Bürger in dieser Stadt? Und noch einmal ausdrücklich vielen, vielen Dank auch allen anderen demokratischen Menschen, die in dieser Stadt leben, dass ihr uns das Gefühl gebt, die hier zugezogen sind oder die hier auch einheimisch geboren worden sind, dass sie dazugehören. Und dennoch müssen wir alle nicht die Augen verschließen vor Sicherheitsaspekten, vor Problemen, die uns alle deutschlandweit beschäftigen. Was ist eure Meinung dazu, auch zu Entwicklungen, die hier mal deutlich benannt werden müssen? Dankeschön. Dankeschön, Herr Demir. Herr Kissel, eine allumfassende Frage zu dem Thema, aber trotzdem natürlich eine wichtige Frage. Ja, ich denke, also Rhein-Dürkheim war einer der erste Stadtteil, der für Flüchtlinge Raum geschaffen hat, geguckt hat, wo man also unterbringen kann. Und die ersten Flüchtlinge, die zu uns kamen, die haben wir noch mit Brot und Salz empfangen, mit der Pfarrerin gemeinsam. Die kamen allerdings nicht aus Syrien, sondern aus Albanien. Die mussten dann leider später auch wieder zurückgeführt werden, was Probleme insoweit belangt, dass sie eben relativ lange da waren und der Junge aus der albanischen Familie der Torschützenkönig war und da gab es Probleme. Jetzt sind wir mittlerweile im Punkt angelangt, dass also alle untergebracht sind, wobei immer noch ein Problem ist, dass ja viele, die auch anerkannt sind, normalerweise wieder aus den Wohnungen, wo sie zunächst untergebracht waren, wieder ausziehen müssten und haben wir große Probleme, Wohnungen zu finden, damit die also aus den ersten Unterkünften und wenn es auch Sammelunterkünfte sind, wieder ausziehen können. Und es besteht das Verlangen, ich hatte gerade vor 2 Wochen ein Flüchtlingstreffen in Rhein-Dürkheim wieder mitorganisiert, dass sie sagen, wir wollen mehr Kontakt haben, mehr Kontakt zur deutschen Bevölkerung. Die können mittlerweile auch schon recht gut Deutsch sprechen, möchten aber auch ihre Deutschkenntnisse entsprechend umsetzen. Und da gilt der Rat, kommen Sie zu unseren Vereinen, kommen Sie in die Feuerwehr, da gibt es Möglichkeiten, Kontakt zu bekommen. Da arbeiten wir hin, da machen wir auch weitere Treffen und befördern das, damit das zum einen gelingt, also die Integration in unsere Gesellschaft. Aber ganz, ganz wichtig ist nach wie vor das Erlernen der deutschen Sprache, eine entsprechende Ausbildung zu machen, um dann auch in die Arbeit integriert werden zu können. Herr Kissel, das haben die Sozialfachleute von Anfang an gesagt, als der Strom 2015 kam, jetzt erstmal die Unterbringung, das kriegen wir irgendwie geregelt, aber das größere Problem kommt dann, weil es einfach ein lang anhaltenderes Problem ist, also Thema Integration. Ja. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Flüchtlingsthematik, die eine temporäre ist. Das kann Monate, Jahre, das kann manchmal auch 10 Jahre dauern, bis Menschen, die als Flüchtlinge gekommen sind, auch wieder in ihre Heimat zurückkehren. Manche werden auch hier bleiben wollen und manche können wir auch wirklich gut gebrauchen. Gerade mit Blick auf das Thema Fachkräftemangel in unserer Wirtschaft, der immer deutlicher wird. Das ist die eine Seite. Ich glaube, das haben wir in Worms sehr gut hinbekommen. Mit Gemeinschaftsunterkünften, die gebaut worden sind, mit Gemeinschaftsunterkünften, die temporär genutzt werden mussten in Schulsporthallen. Das war mit schwierigen, harten Diskussionen verbunden, aber auch mit einem Erlebnis von bürgerschaftlichem Engagement. Wir hätten das alleine nicht geschafft, für so gute, ruhige, friedliche Verhältnisse zu sorgen, wenn es nicht viele Menschen gegeben hätte, die sich als Flüchtlingshelfer, als Integrationshelfer betätigt haben. Ich glaube, das ist weniger unser Problem. Ein anderes Problem, Furt, was du indirekt angesprochen hast, das ist die Integrationsbereitschaft der Altmigranten, die in der ersten, zweiten und jetzt schon dritten oder vierten Generation bei uns leben. Ich habe in meiner Amtszeit das Thema Integration
auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben Stellen geschaffen innerhalb der Verwaltung. Wir machen unglaublich viel, um den interreligiösen, den interkulturellen Dialog zu forcieren. Du bist einer der Aktiven, der Brückenbauer. Aber ich stelle auch fest, dass der Rückzug von manchen Migranten in Parallelgesellschaften stärker ist, wieder zugenommen hat, mehr als uns das lieb sein kann. Und dass es zunehmend auch Konfliktsituationen gibt zwischen jungen Migranten und der alteingesessenen Wormser Bevölkerung. Das macht mir Sorge, weil das ein Teil der Unzufriedenheit ist, über die ich am Anfang gesprochen habe. Mir ist das in vielen Gesprächen begegnet. Die Menschen betonen, dass sie nicht ausländerfeindlich sind und das auch nicht sein wollen. Die Wormserinnen und Wormser sind gastfreundlich und offen. Das hat diese Stadt über Jahrtausende hinweg ausgezeichnet, dass sie immer offen war für neue Kulturen. Aber es gibt ein wachsendes Unbehagen über die Grenzbegegnungen unterschiedlicher Kulturen und das Gefühl, dass die eine zu wenig Rücksicht nimmt auf die Belange und Wünsche der anderen. Ich formuliere das ganz bewusst so vorsichtig und diplomatisch, um da kein Öl ins Feuer zu gießen. Aber der Fuad Demir hat das nicht ohne Grund gefragt, weil er und ich und andere, weil wir da in einem ständigen Dialog sind und Appelle auch richten an das Akzeptieren von Regeln. Das ist ganz wichtig, dass Regelverstöße nicht hingenommen werden, sondern verfolgt und geahndet werden, unabhängig von der ethnischen Herkunft. Und manche Bevölkerungsgruppen tun sich zunehmend da etwas deutlicher hervor. Vorhin haben wir das Thema Autoposer und anderes gehabt. Mehr will ich jetzt an der Stelle nicht vertiefen, weil es ein sehr sensibles Thema ist. Das ist wohl so. Gleichwohl scheint es mir ein Phänomen zu geben. Herr Kessel, Sie haben von Rhein-Dürkheim gesprochen. Ähnlich positiv läuft es in Heppenheim, Feddersheim auch. Ist das ein Phänomen, dass es, ich sag mal, auf einem kleineren Dorf, in einer kleineren Einheit einfach besser funktioniert als in der Stadt? Herr Götzen, ist tatsächlich so, dass es also in der kleineren Einheit, in den Stadtteilen einfach besser funktioniert, weil ein Stück weit auch die Vereine dort ausgeprägter sind, wie das eben in der Innenstadt der Fall ist und weil die Menschen sich also auch noch kennen und sich mehr begegnen, wie das vielleicht in der Stadt der Fall ist und deswegen scheint es hier auch wirklich besser zu funktionieren. Dankeschön. Meine Damen und Herren, darf ich, ja, dort hinten ist noch eine Frage. Herr Wiesner, Sie bitte. Ja, hallo, mein Name ist Detlef Kettner. Ich komme eigentlich aus Feddersheim. Ich bin dort im Ortsbeirat und bin auch Sprecher der Kulturinitiative in Feddersheim. Wir haben ja in Feddersheim einen bisschen historischen Altstadtkern. Wir haben 9 Türme, alte Türme vorzuweisen, von denen wir in den letzten 20 Jahren 8 renoviert haben für viel, viel, viel Geld. Also es sind Millionenbeträge geflossen, auch vom Land unterstützt. Wir sanieren jetzt im Moment im Grunde den 9. Turm, natürlich auch mit Hilfe der Stadt. Und wir haben im Ortsbeirat uns jetzt im Grunde zur Aufgabe gemacht, dass wir gerne eine Gestaltungssatzung für unseren alten Stadtkern haben, um nicht nur die alten Türme zu erhalten, sondern auch das Umfeld für diese Türme zu schützen, damit auch die Türme in einem gewissen Umfeld weiter existieren können. Es ist ja ein historisches, gewachsenes Teil. Natürlich gibt es da schon zig Bausünden überhaupt. Und meine Frage ging jetzt an den Herrn Kessel eigentlich, weil der Herr Kessel, mit dem habe ich schon darüber gesprochen, ob wir denn in ihm eine Person finden würden, der uns da unterstützen würde. Herr Kessel, was können Sie für die ehemals freie Reichsstadt Feddersheim tun? Als Rhein-Dürkheimer. Nein. Also noch kurz ergänzen. Wir sind 1969 eingemeindet worden. Wir reden immer von der Zwangseingemeindung. Nächstes Jahr sind die 50 Jahre rum. Wir werden da nicht feiern, sondern wir werden einen Gedenktag einlegen. Da zumindest haben Sie, Herrn Kessel, einen mitfühlenden Menschen als Rhein-Dürkheimer. Sie sind genauso übertroffen. Bei uns war also auch die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Eingemeindung. Es kam dann doch anders. Aber das Schreiben der Kulturinitiative liegt mir vor mit der Gestaltungssatzung. Habe ich also aufmerksam gelesen und werde es auch sehr gerne unterstützen. Sehr gerne unterstützen. Herr Kessel. Sie unterstützen auch die ehemals freie Reichsstadt. Ja, natürlich. Ja.
Ich hoffe, dass sie bei uns bleibt. Was wäre Worms ohne Pfeddersheim, Herr Gittner? Das gilt für jeden anderen Stadtteil natürlich ganz genauso. Die Summe aller Teile ist das tolle Ganze. Aber zum Thema Gestaltungssatzung. Ich habe nichts dagegen, Herr Gittner. Das zuständige Dezernat von Herrn Kosebeck, die untere Denkmalpflegebehörde, rät davon ab, weil sie die Bedingungen nicht erfüllt sieht. Das ist jetzt für mich nicht der entscheidende Aspekt. Man muss bedenken, eine Gestaltungssatzung bedeutet erstens Bürokratie, weil jede Veränderung an jedem Haus einer Prüfung bedarf, einen behördlichen Vorgang auslöst und im Endeffekt in Einzelfällen auch mit Einschränkungen für die Hausbesitzer verbunden sein kann. Das muss man wissen. Und das müssen die Hausbesitzer wissen, ob sie das möchten, ob sie sich darauf einlassen wollen. Und das gehört für mich in den Gesamtkontext der Abwägung mit hinzu, dass man den Menschen nicht nur sagt, was man mit einer Gestaltungssatzung alles bewegen und verhindern, im Wesentlichen verhindern und steuern kann. Ich bin mehr für das Gespräch miteinander, dass man miteinander redet, dass man Sorgfalt walten lässt, und da gibt es genügend Möglichkeiten und der Heimat- und Kulturverein kann dazu auch seinen Beitrag leisten. Ich bin dagegen, dass wir alles versuchen zu reglementieren und neuen Regeln zu unterwerfen, die wiederum Bürokratismus auslösen. Vielmehr miteinander reden, konstruktiv agieren. Wenn Sie erlauben, da sind noch weitere Fragende. Natürlich muss man mit allen Leuten darüber reden und muss es auch erarbeiten, dieses Konzept. Aber in Osthofen, in Westhofen, in anderen Gemeinden ist es möglich, ja. Und da funktioniert es auch. Es kann nicht sein, dass jetzt wieder nach dem Gummiparagrafen 34 des Baugesetzbuch in den alten Stadtgraben, der eigentlich geschützt ist, 3 Reihenhäuser reingebaut werden, die dann auch noch Flachdächer haben und noch im Grunde in Richtung 50 Meter von einem historischen Turm sind. Das ist unser Problem. Das Anliegen haben wir verstanden, Herr Kindner, danke. Herr Wiesner, an der Wand. Der Herr Jung ist das. Ja, guten Tag, mein Name ist Uwe Jung. Ich habe eine Frage, und zwar vorhin wurde erwähnt, dass in Worms kein weiterer S-Bahn-Haltepunkt Sinn macht, weil wahrscheinlich keine Nutzung, also keine Nutzung erforderlich wäre. Ich habe den Vergleich als täglicher Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel zwischen Heidelberg und Worms. In Heidelberg gibt es annähernd, ich glaube, 7 oder 8 S-Bahn-Haltepunkte, in Worms, glaube ich, 2. Das heißt, alle Pendler fahren eigentlich ins Zentrum, um hier auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Des Weiteren gibt es in Heidelberg zum Thema Carsharing ungefähr 20 bis 30 Carsharing-Stationen. In Worms gibt es eine. Die Bevölkerungszahl in Heidelberg ungefähr doppelt so groß wie Worms, die Fläche ungefähr gleich. Genauso auch in Frankenthal gibt es selbst 2 S-Bahn-Haltepunkte bei halber Bevölkerungszahl. Wird mich an den Herrn Kessel die Frage, sehen Sie Handlungsbedarf? Danke. Ja, Herr Kessel. Ja, das Problem mit dem S-Bahn-Haltepunkt in der Strecke dann Ludwigshafen-Mainz ist der Takt überhaupt, also ob man zusätzlichen Haltepunkt einrichten kann. Einer wurde jetzt mittlerweile geschaffen in Dienheim, da haben die Wormser relativ wenig davon. Ob das jetzt für ein zweiter hier dann im Wormser Süden, Höhe Salamandergelände möglich ist, auch darüber wurde schon gesprochen und damals wurde gesagt, meiner Erinnerung nach, dass das nicht möglich sein soll, müsste man nochmal prüfen. Kommt hinzu, dass der Vergleich Heidelberg-Worms natürlich auch, was die Bevölkerungsstruktur schwierig ist. Heidelberg als große Universitätsstadt, viele, viele junge Menschen, da ist ein Vergleich schwierig. Aber ich meine, die Frage ist natürlich berechtigt. Der VRN hat ausgerechnet, dass die Zusteigfrequenz am Haltepunkt Süd, den wir mal im Auge gefasst hatten, im Bereich Salamandergelände, sehr gering sei. Und Herr Kessel hat zu Recht die Taktung angesprochen, die dann zu der Verzögerung führt, die man auf der gesamten Strecke nicht in Kauf nehmen will. Wir müssten auch Parkplätze schaffen, ein Parkhaus bauen, damit Park- und Reitkunden diesen südlichen Platz annehmen. Das wäre eine Entlastung für das Zentrum, bedeutet aber wieder, dass wertvolle Fläche für andere Zwecke benutzt wird und verbraucht wird. Das ist ein schwieriger Abwägungsprozess. Also im Moment hat der Stadtrat beschlossen, im Moment wollen wir das nicht mit Priorität weiterverfolgen. Wir schieben es, wir,
nicht völlig vom Tisch, sondern wir vertagen es auf einen späteren Zeitpunkt. Zumal ein S-Bahn halt ja möglicherweise für die künftige weitere Nutzung des Salamandergeländes ein positiver Aspekt sein könnte. Ja, wenn dann noch was übrig bleibt vom Salamandergelände. Ne? Ja, danke schön. Meine Damen und Herren, gibt es noch Fragen aus Ihren Reihen? Da ist noch eine Frage, ja. Pardon, warten Sie bitte, bis das Mikrofon gerade bei Ihnen ist. Aber der Herr Wiesner ist flott unterwegs, das geht ruckzuck, dann verstehen wir Sie alle. Das ist Herr Dr. Diekamp, Leiter der Stadtbibliothek. Ja, der Herr Oberbürgermeister sprach die Investitionsschulden an und redete die etwas klein. Er sagt, es stehen ja Gegenwerte da auch, dann die Gebäude, die gebaut werden. Und er verglich das mit den Häuslebauer. Das ist meines Erachtens eine Milchmädchenrechnung. Ein städtisches Gebäude dient der Daseinsvorsorge und lässt sich wahrscheinlich auch in dieser Form, wer will eine Schule kaufen, wer will das Wormser kaufen, lässt sich so gar nicht rechnen. Jeder Häuslebauer jedenfalls, wir bekämen bei den Schulden einer Stadt wie Worms wahrscheinlich keinen Kredit, sein Häuschen zu bezahlen. Das eine, in diesem Zusammenhang die Frage an beide. Das Wormser sollte mal 25 Millionen kosten, kostete dann 50 Millionen. Das neue Parkhaus soll jeder Parkplatz, man kann es dankenswerterweise auch alles in der Wormser Zeitung nachlesen, soll jetzt pro Parkplatz 50% mehr kosten. Wie stellen Sie sich beide vor, dass man in Zukunft ein vernünftiges Kostenmanagement bei solchen städtischen Baumaßnahmen hinkriegt? Jedenfalls eins ist sicher, jeder Häuslebauer, der mit solchen Kostensteigerungen zu rechnen hätte, wäre morgen am Tag pleite. Ja, danke schön, Herr Dr. Diekamp, für die Frage. In der Tat, Herr Gissel, hat man manchmal tatsächlich den Eindruck, dass es, bevor es losgeht, die niedrigstmögliche Variante errechnet wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Möglicherweise, weil sonst auch der Stadtrat nie zustimmen würde, dass das Projekt angegangen wird. Das ist eine fast schon bösartige Unterstellung. Eher Erfahrung. Naja, es ist ein... Es ist ein Unterschied, ob man in einen Bestand eingreift, den man nicht komplett mit Röntgenaugen durchschauen kann. Das war so bei der Generalsanierung unseres Theaters aus den 60er Jahren und beim Neubau des Kultur- und Tagungszentrums. Das kann man dann schon besser abschätzen, wenn es um einen Neubau, um eine Neubaumaßnahme geht, obwohl da auch die Bäume gelegentlich durch die Entscheidungen des Bauherrn oder der beteiligten Gremien in den Himmel wachsen. Der Hessische Hof in Rhein-Dürkheim ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Der war kalkuliert und 4,2 hat er gekostet am Ende, der Hessische Hof. Da ist wertvolle Bausubstanz, Altbausubstanz, historische Bausubstanz gesichert worden, mitten im Zentrum von Rhein-Dürkheim. Das war eine sehr gute Entscheidung. Den Herrn Kessel musste sich davon erst überzeugen, dass das richtig ist, an dieser Stelle den Hessischen Hof zu sanieren. Am Ende waren wir einer Meinung und das ist auch gelungen. Wir haben den Ortsbeirat viel mitentscheiden lassen. Das hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Kosten durch manche Wünsche in die Höhe gegangen sind. Manchmal hat man es auch mit baukonjunkturellen Phänomenen zu tun. Aber die Zahlen, die Herr Dr. Diekamp in Erinnerung hatten, die waren nicht ganz korrekt. Manchmal hat es auch etwas damit zu tun, dass man eine Planung im Laufe eines Diskussionsprozesses auch verändern und veränderten Rahmenbedingungen anpassen muss. Es ist nicht alles Murks, was gemacht wird, obwohl es mitunter in der öffentlichen Wahrnehmung so scheint. Wir haben es mitunter mit komplexen Projekten zu tun, die auch Veränderungsbedingungen unterliegen, die man nicht immer in der Hand hat. Bei den Altbauten, das sagen Sie ja immer wieder, dass man halt nicht weiß, was man vorfindet, wenn man reinguckt. Es ist aber immer so. Also, wo ist der Lerneffekt? Also, ich will darauf hinaus, dass man ja, wenn man in einen Altbau eingreift, weiß, da können mich Überraschungen da kommen. Das kann ich ja vielleicht einkalkulieren. Bei Bestandssanierungen schlage ich immer vor,
dass wir 25% in der Kalkulation für Unvorhergesehenes einplanen. Das wird aber vom Rat nicht gern gesehen, weil der Rat dann den Eindruck hat, der Kissel und die Verwaltung, die schaffen sich jetzt eine Pufferzone, damit sie richtig reinlangen können. Deswegen wird das auch immer wieder von den politischen Gremien gedämpft, was dann dazu führt, dass für Unvorhergesehenes tatsächlich auch nichts vorhanden ist und immer wieder nachgelegt werden muss. Also egal, wie man es macht, macht man es mitunter falsch. Also ist der Stadtrat schuld, Herr Kessel? Also das Parkhaus in der Köhlstraße ist kein Altbau. Es ist ein Neubau, ist neu errichtet worden und die Kostensteigerung ist da eben auch da. Dass es anders geht, hat man gesehen im Bereich Giebestraße, Kindertagesstätte, die von der Wohnungsbau mit dem externen Architekturbüro erstellt worden ist. Die wurde sowohl in der Zeit als auch im Kostenrahmen hergestellt. Also es geht schon. Es ist nicht so, dass grundsätzlich auch, aber auch das war ein Neubau bzw. Neubau gewesen, die Kita, und wie gesagt, da konnte man es entsprechend einhalten. Und dass es also nicht zur Geschichtsklitterung kommt, Hessischer Hof in Rhein-Döckheim war jahrelang eine Mehrheit da gewesen, die eine Mehrzweckhalle wollten. Das ließ sich dann im Stadtrat nicht durchsetzen und in der Verwaltung in Worms. Deswegen haben wir gesagt, dann machen wir gemeinsam den Hessischen Hof, und auch da haben wir dann wieder zusammengestanden. Aber zunächst geplant, gewollt, war eine Mehrzweckhalle, sowohl für den Sport als auch für die Kultur zur Verfügung steht. Aber jetzt haben wir den Hessischen Hof, da sind wir auch sehr dankbar drum, ist für kulturelle Veranstaltungen optimal, ein tolles Gebäude, auch an einem wunderschönen Standort mit der Dachterrasse, aber gewollt war zunächst was anderes. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt gute 2 Stunden miteinander verbracht, haben vieles besprochen, vieles diskutiert. Wenn es Sie zu keiner weiteren Frage drängt, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie gekommen sind. Bedanke mich bei den beiden Kandidaten, dass Sie fair miteinander umgegangen sind und sich die Zeit genommen haben. Und für uns alle gilt, drücken gilt nicht, am Sonntag zur Wahl gehen, bitte. Ich danke Ihnen. Applaus